und Tag zusammen zu unserem Tribünenhocker-Podcast Nummer 27. Immer noch in der Saison 2017-2018. Nach unserem Spiel gegen den FSV Mainz 05 in Mainz 0-0, da verraten wir nicht zu viel, müssen wir jetzt gleich drüber reden. Heute haben wir mal wieder Besuch von unserem Freund Alexander, unserem Fohlenkanal-Anwalt. Haben wir auch nachher noch ein Thema, über das wir sprechen wollen, was sicherlich da auch dich begünstigt. 50+1, ja, wird sicherlich interessant, nachdem der DFB da ja kürzlich einige neue Beschlüsse gefasst hat. Aber wie üblich, da übergebe ich wie immer an Michael, fangen wir an mit unserer Kurzanalyse vom Spiel und müssen leider darüber sprechen, dass Borussia trotz der Hoffnungen, die wir vor der Länderspielpause nach dem Hoffenheim-Spiel doch hatten, es wieder nicht geschafft hat, eigentlich eine gute Leistung folgen zu lassen. Ja, ich meine, sagst schon richtig, wie so oft ist das so gewesen, und ich finde auch, das Spiel in Mainz war jetzt, habe ich ja schon gesagt, wie eigentlich in der Hinrunde, sehr schwach und kein guter Auftritt von der Mannschaft. Also sowohl vorne hat man wenig kreiert und hinten zwar auch nicht so viel zugelassen, was aber, glaube ich, auch daran liegt, dass einfach die Mainzer nicht so die superstärkste Mannschaft jetzt auch waren und auch vom Auftreten her gestern auch, auch wenig Kreativität vorne hatten. Ich meine, es war auffällig, dass Borussia ja wieder im 3-5-2 aufgelaufen ist und damit ja eigentlich auch eine Formation hatte, die gegen Hoffenheim über einige Strecken ganz gut funktioniert hat. Wir hatten mit Raphael einen prominenten Rückkehrer, Kramer ein prominenter Rückkehrer, auch Westergaard wieder dabei nach seiner Wunderheilung. Kommen wir nachher auch nochmal kurz zu dem Thema. Aber trotz allem hatte man nicht das Gefühl, dass Borussia gerade so in der Endphase der oder im letzten Spielfeldbereich die Sicherheit hatte, um eben auch zu vernünftigen Abschlusssituationen zu kommen. Und das muss ich sagen, von Anfang an, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass wir hier um unsere letzte Chance für Europa kämpfen. Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich glaube, wir müssen realistisch sein an der Stelle und sagen, Europa, der Zug ist abgefahren, aber auch nicht erst seit gestern, wenn man ehrlich ist. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, also ich war ein bisschen konsterniert ob der Tatsache, dass für Mainz ja auf dem Relegationsplatz tatsächlich das Wasser so ein bisschen bis zum Hals steht. Ja, ja. Dass Mainz, obgleich Mainz natürlich eine Riesenchance gehabt hätte, sich durch einen Sieg gegen uns zu befreien, auch nicht wirklich viel selbst gemacht hat. Zwar früh angelaufen, früh gestört, aber insgesamt keine sonderliche Stringenz entwickelt hat. Also es war ein bisschen schade, dass man nicht zumindest mal ein bisschen mehr versucht hat, auch zu drücken, versucht hat, Mainz vielleicht auch zu Fehlern zu zwingen. Ja. Aber ich glaube einfach, dass die Mannschaft jetzt darauf bedacht ist, ohne größeren Schaden in die Sommerpause zu gehen. Ich glaube nicht, dass da noch der große Glaube daran herrscht, dass man da noch Möglichkeiten hat, an die europäischen Plätze anzuschließen. Ich meine, wir wollen ja gleich auch noch so ein bisschen über die Gesamtlage reden, aber da kann ich schon mal direkt sagen, ich meine, selbst wenn das so ist, wir haben 9 Punkte geholt in der Rückrunde. Und man ist immer noch jetzt 8. oder so. Also 9. man sieht, ja. Oder 9., man sieht, dass auch die ganze Liga so ein bisschen dahin kriecht. Also ich meine, ich habe auch schon vor 2 Wochen gesagt, genau das, was du gesagt hast, mit dem von wegen die Saison so ein bisschen ausklingen lassen, auch wenn das ein bisschen doof sich immer anhört, aber genau danach sieht es halt jetzt aus. Ja, ja. Gucken, dass sich nicht noch jemand verletzt, aber dazu sprechen wir später ja noch drüber. Ich glaube, dass das so ein bisschen der Faktor ist, der jetzt mitspielt, dass man schon mal ein bisschen vielleicht weiterdenkt in den Sommer. Gebe ich euch recht, aber bleibt trotzdem noch einen Moment bei mir, lasst uns ein bisschen über das Spiel sprechen. Wir hatten ja dann doch, es gab die eine oder andere ganz vernünftige Szene, auch in der ersten Halbzeit, wo wir mal durchgekommen sind, aber wo immer eigentlich der letzte Ball wieder nicht gepasst hat. Gerade Hermann, gerade Hazard waren da häufiger in Situationen, wo man mit einem vernünftigen letzten Abspiel sicherlich mehr hätte erreichen können. Ja. Mir fällt der Schuss von Raphael ein, der ein bisschen überhastet war, relativ so um die 20. rum. Ja. Und vor allen Dingen aber die Szene natürlich, wo Borussia, glaube ich, mit 3-2 nach vorne geht, Hazard den Ball sehr schlecht hineinbringt, trotzdem Stindl dann noch zum Abschluss kommt und dann im zweiten natürlich doch schon durchaus, man könnte sagen, gefoult wird beim zweiten Versuch. Ja, aus meiner Sicht ist es ein klares Foul, weil er trifft überhaupt nicht den Ball. Ich weiß nicht mehr, wer es genau war. Der trifft überhaupt nicht den Ball. Stindl, ja, sieht auch ein bisschen komisch aus, wie er da an den Ball geht, aber ich meine, er kommt sonst zum Abschluss im Zweifel, wenn er nicht gefoult wird, und von daher ist das für mich ein strafbares Vergehen im 16er, also Elfmeter. Relativ klare Sache für mich auch. Also so haben es aber, glaube ich, auch alle Beteiligten gesehen. Ich glaube, der Kommentar hat es auch so gesehen.
War eine relativ klare Sache. Nur ich stell mal einfach provokant die Frage, wann haben wir denn das letzte Mal ein 3 gegen 2 mit einem Torerfolg abgeschlossen? Ja, das ist schon, das ist länger, schon länger her. Ja, ja. Also das ist ja so ein bisschen das Problem. Also dass die Konter, selbst wenn man sie hat, dass die nicht ordnungsgemäß zu Ende gespielt werden. Ne? Weil das muss man auch so sehen. Ne? Wenn Mainz Gegenwind kriegt, und gegebenenfalls auch ein Tor fängt sich in dieser Situation, ich glaube, dass da nicht mehr viel passiert in dem Stadion. Nö, also ich kann mir nicht vorstellen, dass dann das große Aufbäumen kommt von einer verunsicherten Mannschaft. Es ist ja die Mannschaft eigentlich auch, die in den letzten Monaten, wir haben es schon vor der Länderspielpause gesagt, eigentlich wirklich so eine, in so einer Negativspirale ist. So, aber auch nicht unbedingt so total von heute auf morgen, sondern so ganz Stück für Stück eigentlich absackt in der Liga. Mhm. Und man hat ihnen angemerkt, dass sie jetzt wirklich auch ein bisschen ringen um eine vernünftige Struktur im Spiel, überhaupt sich Torchancen zu erspielen. Das war kein starker Gegner, das müssen wir mal ganz überhaupt klar sagen. Man hat ja auch gesehen, dass man relativ einfach mit 2, 3 langen oder auch schnellen Pässen teilweise über die Flügel gut gekommen ist. Und wenn man es einfach mal konsequenter gemacht hat. Genau, und da war einfach viel zu wenig. Aber lass mich noch eine Sache zum Elfer sagen. Ich finde, ja, klar, er geht nur zum Mann, in den Mann rein, und es ist definitiv, man kann es pfeifen, nur der entscheidende, so der entscheidende, wie sagt man im Englischen, Impact, dass er ihn wirklich so richtig umtritt, der fehlt halt da, und ich glaube, das ist der einzige Grund, warum man noch vertreten kann, dass da der Videoschiedsrichter nicht eingegriffen hat. Wirklich? Es ist natürlich typisch, dass wir so einen Elfmeter wieder nicht bekommen, weil du hast gerade gesagt, wann haben wir zuletzt aus einer 3 gegen 2 Situation ein Tor gemacht? Man kann genauso fragen, wann haben wir das letzte Mal in einer strittigen Szene mal einen Elfer bekommen? Das ist schon richtig. So, ne, also da kommt natürlich dann auch viel dazu. Nur letztlich war das natürlich auch wirklich fast die einzige bemerkenswerte Szene in der ersten Halbzeit. Und dann kommt man aus der Halbzeit raus, erstaunlicherweise fast 2 oder 3 Minuten nach den Mainzern, die schon längst auf dem Platz standen. Ja. Und dann spielen wir die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit, lassen wir uns hinten reindrängen von einer Mannschaft, die fast keine spielerischen Mittel hat. Ja, ganz komisch, verstehe ich auch nicht. Ich meine, auch Mainz hatte keine großen Torchancen zu der Zeit. Aber man hat sich spielerisch ein bisschen den Schneid abkaufen lassen und hat einfach überhaupt nicht geschafft, selber vorne mal aktiv zu werden. Besonders unsere Außenspieler waren da total abgemeldet und durch die Mitte ging auch nicht so viel, also ging gar nichts. Ja, das ist halt der Punkt. Ne? Also ich vermisse halt einfach, gegen Hoffenheim haben wir es gesehen, aber Hoffenheim steht natürlich offensiver, da haben wir ein paar Räume gefunden, haben wir das auch gerade mit diesem neuen 3 zentralen Mittelfeldspielern ganz gut gemacht. Auch jetzt wieder fand ich, es gab Ansätze, gerade was Stindl angeht, dass er eben dadurch viel im Spiel ist, das ist positiv, aber ganz grundsätzlich fehlt das Gefühl, dass sich die Leute in die richtigen Räume bewegen. Ja. Da wird dann einfach eine Position vorne angenommen, und wenn der Gegner die gleiche Formation hat, Mainz spielt ja auch in diesem 3-5-2, dann ist quasi keine Bewegung da. Und vor 3 Wochen hat Schalke auf, 3, 4 Wochen hat Schalke auf in Mainz gespielt. Ich habe mir das angeguckt, das war ein Freitagabendspiel. Ein fürchterlicher Kick, wo beide Mannschaften eigentlich ähnlich wie gestern kaum Torchancen sich erspielt haben. Aber Schalke dann eben die Klasse hat, mit Caligiuri in dem Fall Einzelaktion, das eine Tor zu machen, ansonsten nicht viel zu bringen. Ja. Und wir sind eben nicht in der Lage dazu. Auch wenn am Ende des Spiels, und damit komme ich jetzt ja quasi schon zum Ende, weil so viel ist ja nicht passiert, eine Szene noch von Mainz mit Sommer, wo er artistisch wirklich sehr schöne Parade in die Latte lenkt, wobei ich muss sagen, war das für mich vorher ein Foul an Ginter bei dieser Kopfballszene. Mhm. Hack kommt dann zum Kopfball, bringt den relativ zentral, aber eben aus kürzester Entfernung auf Sommer, der mit dem Reflex den Ball unten gegen die Latte lenkt, und dann, und das war wirklich artistisch, dass er den dann nicht sich selber mit dem Rücken reinmacht, sondern quasi so. Es war ja auch relativ klar, das ist schnell klar, dass der Ball nicht hinter der Linie war, von daher. Aber es war schon eine schöne Szene, aber in der gleichen Szene hat sich ja auch Nico Elvedi noch verletzt, beziehungsweise irgendwie, glaube ich, einen Schlag auf den Kopf abbekommen, dass Florian Mayer dann in die Partie gekommen ist. Das war wirklich ein souveränes Bundesliga-Debüt, muss man sagen. Man hat es ihm jetzt nicht schwer gemacht, weil in der Schlussphase Borussia dann doch mal überlegt hat, vielleicht greifen wir dann doch mal an. Ja, genau. Aber gut. Ich meine, hinten raus ist das dann einfach zu wenig, wenn man sich in den letzten 5 bis 10 Minuten überlegt, wir müssen mal, obwohl man eigentlich die überragenden, die besseren Spieler hat. Ich meine, Drimmitsch mit ein bisschen Glück spitzelt der ganz am Ende den Ball an Adler vorbei bei dem Fehlpass von Uja. Ja. Dann gewinnt man das Spiel, aber hätten wir uns dann besser gefühlt. Ich weiß es nicht. Also auch wenn man überlegt, dann schon, oder? Ja, ist ein Sieg. Besser gefühlt schon. Ein Sieg ist immer schön, aber wenn man überlegt, dass wir auch selbst in der Phase, wir haben halt ein bisschen gedrückt, aber ohne dass jetzt da größere Kreativleistungen geleistet wurden. Ja. Die beste Szene war noch, wo Stindl den Ball wirklich wunderbar auf Hazard durchsteckt und der natürlich in seiner aktuellen Verfassung sich eher vertändelt, anstatt dann zum Abschluss zu kommen. Ja. Hermann kommt 2, 3 Mal durch, spielt den Ball relativ ziellos in die Mitte, wo dann aber auch keine richtigen Abnehmer sind.
da ist einfach leider momentan spielerisch nicht viel, muss man so hart sagen. Ja. Und von einer Mannschaft, die jetzt doch, was die personelle Besetzung angeht, deutlich, deutlich besser aussah als in den letzten Wochen, die jetzt auch eine gewisse Zeit hatte, sich auf das Spiel vorzubereiten, die eigentlich auch wusste, das ist die letzte Chance, nachdem Hoffenheim gestern noch klar gewonnen hat gegen Köln, die letzte Chance nochmal dran zu bleiben. Ja. Also, da muss ich dann ganz ehrlich sagen, da würde ich mir dann, wünsche ich mir dann doch mehr. Und da muss man sich dann schon fragen, wieso ist dieses Team dazu nicht in der Lage, warum fehlt dann die letzte Qualität oder vielleicht auch der letzte Wille. So ein Gegner, der zwar gekämpft hat, der einem einiges abverlangt hat, aber der definitiv keine große Qualität mitgebracht hat, dass man den nicht irgendwie auch besiegen kann dann. Ist halt auch ein bisschen aus meiner Sicht eine Sache des Selbstvertrauens. Man hat gesehen zum Beispiel, wir haben uns in den letzten Wochen darüber aufgeregt, dass Hazard mit seinen Abschlüssen manchmal so aus halber Position relativ blind versucht, den mit dem Vollspann unterzubringen. Jetzt erinnere ich mich an zwei Szenen, wo er gar nicht mehr abschließt, sondern er nochmal nach innen zieht. Das sind auch so Sachen. Ich meine, je mehr man jetzt quasi darauf wartet, endlich mal wieder zu gewinnen oder überzeugend sogar zu gewinnen, desto schlechter fühlen sich die Jungs auch. Und das merkt man auf dem Platz auch. Und da hilft auch nicht, allein wenn Raphael wieder zurück ist und mit Stindl da kombinieren kann, das überträgt sich, glaube ich, auf alle Mannschaftsteile. Gut, Raphael, da kann man ja noch mal durchaus sagen, der braucht auch noch mal wieder ein bisschen Einlaufzeit. Nur, ich meine, jetzt lass uns doch mal zum Fazit kommen. Wir haben 9 Punkte, die Saison ist bald vorbei. Das ist eine Katastrophenrückrunde. Wir sind 15. in der Rückrundentabelle. Ja. Und selbst wenn, natürlich, wir haben es in den letzten Wochen immer wieder begleitet, große auch Probleme von außen reingetragen werden, durch die Verletzungen, durch Pech, durch Schiedsrichter und so weiter. Letztlich ist die Mannschaft, sehe ich in der Mannschaft nicht die Überzeugung und sehe ich auch nicht im Moment den Plan, wie die Mannschaft in der neuen Saison, wenn sie wesentlich so zusammenbleibt, den Schalter plötzlich wieder umlegen kann. Also ich weiß nicht, wo das so im Moment herkommen soll. No, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht noch Impulse durchaus geben kann, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass ein paar Spieler einfach mal den Kopf, sagen wir mal, frei kriegen müssen, wieder einen Neustart wagen müssen und man dann vom Grundsatz her nochmal aufbaut, glaube ich, dass das nicht so schlecht ist. Ich glaube im Übrigen, dass die Mannschaft so zusammenbleiben wird. Es kann vielleicht auf 2, 3 Positionen noch einen Wechsel geben. Ja, vielleicht wird uns jemand weggekauft, wobei ich sage, es haben sich da im Vergleich zu vielen anderen Spielzeiten jetzt nicht für mich Leute besonders hervorgetan, wo man jetzt sagen müsste, die muss jetzt jemand aus der Premier League unbedingt wegkaufen. Wir sagen ja immer, wir hoffen eigentlich fast einfach auch, damit Geld da ist, dass das Interesse an Hazard nach wie vor so groß ist, dass wir für ihn eben... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also wäre ich ein Top-Club, würde ich die Saison argwöhnisch betrachten von ihm. Ja. Die Hinrunde war ganz gut. Wo man auch sagt, er macht den nächsten Schritt. Die Rückrunde ist recht mäßig, wie ich meine. Und es sieht auch ganz so aus, unter der Woche in der Länderspielpause war ja auch Belgien unterwegs und die haben da auch 26, 27 Leute nominiert. Und das ist ein Kader. Da wird es ganz, ganz schwer für ihn mit auf den WM-Zug zu springen, was natürlich auch wieder den Wert mindern würde. Aber das finde ich halt interessant, dass du sagst, die Mannschaft bleibt so zusammen. Mhm. Ich glaube, wenn nicht wesentlich, gerade was die Flügel angeht, gerade was vielleicht der ein oder andere Spieler angeht, der mal eine neue Mentalität reinbringt. Wir können darüber reden, was ist eigentlich von außen? Bei der sportlichen Leitung muss da was passieren. In der medizinischen Leitung muss auf jeden Fall was passieren. Also eigentlich muss in diesem Verein, wenn wir weiterhin um die Plätze 6 oder 5, 6, 7 mitspielen wollen, muss aus meiner Sicht was passieren. Weil das, was Keine wir gestern Frage. Gesehen haben, war für mich schon so ein bisschen... Nach dem Motto, jetzt lassen wir es laufen und mal sehen, was mit uns passiert. Wobei ich ja auch sage, die Mannschaft bleibt nicht zusammen, weil man das unbedingt will. Ja, das glaube ich auch. Sondern weil einfach keiner an den Spielern noch vielleicht Interesse hat. Natürlich immer Interesse ist irgendwo immer da, aber der Spieler muss ja auch entscheiden, bei laufendem Vertrag, möchte ich zu einem Zweitligisten gehen oder möchte ich zu einem anderen Bundesligisten gehen oder ähnliches, kann ich ins Ausland wechseln, möchte ich das überhaupt und so weiter und so fort, ich glaube nicht. Ja. Also ich sehe in der Mannschaft momentan außer Hazard mit Abstrichen und vielleicht Sommer auch, wo auch durchaus Vereine Interesse haben könnten, sehe ich keinen, wo man sagen würde, ich glaube, den kauft man uns weg. Ich glaube, es ist nicht nur das Wegkaufen, weil ich weiß jetzt auch nicht natürlich, wie viel Borussia ausgibt an infrastrukturellen Geschichten, wie liquide man überhaupt ist. Also ich glaube schon, dass man was verkaufen muss, um neu einzukaufen. Und du sagst es richtig, ich glaube nicht, dass man die Wahnsinnssummen irgendwo rausziehen kann. Und ich glaube wirklich, es wird nicht viel
passieren, leider. Ich würde es mir vielleicht wünschen, aber ich glaube, es wird nicht so wahnsinnig viel passieren. Auf jeden Fall nichts Spektakuläres. Sicherlich wird man wieder den einen oder anderen Spieler holen, der jung ist und der noch nicht so den Namen hat. Aber sofern kein Geld reinkommt, glaube ich nicht, dass Borussia irgendwie einen Krachertransfer tätigen wird. Oder überhaupt tätigen kann. Dann bleibt ja immer die gute Frage, ne? Und ich meine, wir lesen es in den Foren, wir sehen es überall. Da ist ja fast schon Sarkasmus mittlerweile unterwegs. Es gibt immer eine Position, die sich am schnellsten ändern lässt. Ja. Ist das das Thema, was dann doch auch langsam aber sicher akut werden muss? Meinst du jetzt den Trainer oder den Sportdirektor? Erstmal meine ich den Trainer. Soweit, also Sportdirektor fängt ja jetzt auch schon an, dass Max Eberl da den ersten doch relativ kühlen Gegenwind spürt im Umfeld. Also ich weiß es nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, im Moment ist einfach eher die Mannschaft gefragt und nicht Hacking. Weil die Mannschaft bringt es einfach nicht. Ja gut, aber ich meine, wie wir das immer wieder gesagt haben, du musst ihr auch helfen. Natürlich muss man ihr helfen, aber es ist halt auch einfach gerade eine scheiß Situation. Natürlich, wenn man am Ende der Saison 12. ist, muss man sicherlich hinterfragen, ob das so richtig ist. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass wenn wir eine Rückrunde spielen, die Rückrunde eines Absteigers sein sollte. Ja. Noch haben wir die Chance, mit 2-3 Siegen das Ganze noch halbwegs glimpflich aussehen zu lassen. Man muss das, wie gesagt, alles mal schauen und quasi Inventur machen mit den Spielern im Sommer. Parolen und einfach lassen, wie Horst Rubisch sagen würde. Ja, und dann einfach mal schauen, wie sieht es denn mit den Spielern aus, die jetzt langzeitverletzt sind? Kommen die nochmal auf den Status, den sie hatten vor ein, zwei Jahren, oder war es das bei denen? Kommen die nicht mehr da heran? Nee. Und da muss man dann entscheiden. Und ich meine, wenn Hacking dann plötzlich 5 Spieler mehr zur Verfügung hat, wo er auch einen breiteren Kader hatte und auch einen besseren Kader und auch für die erste Elf deutlich mehr Alternativen hat, die er eigentlich über anderthalb Jahre jetzt. Ja, aber wen hättest du denn jetzt zum Beispiel gestern aufgestellt? Das war schon sehr nah Johnson, dran an einer potenziellen ersten Elf. Ja, aber trotzdem waren die von den Namen her, war das potenziell schon eine erste. Ja, aber von den Namen, was bringt dir Namen, wenn Patrick Herrmann seit einem Jahr halt nicht mehr die Leistung bringt, die man von seinem Namen vielleicht erwarten kann? Ja, ja, also das wenn, wissen wir, ja. Oder auch Thorgan Hazard haben wir schon angesprochen, der eigentlich auch in einer Negativspirale ist. Was bringt dir der Name Hazard dann, wenn die Spieler im Moment einfach total außer Form sind und du sie auch nicht ersetzen kannst? Und dann wieder irgendwie Grifo nicht dabei ist, weil er irgendwas hat oder so oder keine Ahnung was. Ja, Johnson ja irgendwie rätselhaft mittlerweile, nachdem er wieder einen Einsatz bekommen hat gegen Hoffenheim. Und das sind auch so die Sachen. Wieder nicht trainiert hat 2 Wochen lang. Rückenprobleme, ja. Sage ich nur. Da haben wir sehr schlechte Erfahrungen. Ja, Dominguez damals. Genau. Ja. Aber wenn Spieler außer Form sind, braucht man einfach die Alternativen, um mal ihnen auch eine Pause zu gönnen und vielleicht mal wirklich mit ihnen zu sprechen und mal... Da spielt die Verletzungsmisere sicherlich mit, dass man eben die Alternativen nicht hat, die man normalerweise hätte, um vielleicht auch nochmal Spieler wie Patrick Herrmann nochmal zu sagen, pass auf Junge, nimm dich nochmal 2-3 Spiele raus und wir schauen nochmal, wie sich die Sache dann gestaltet vom Grundsatz her. Also ich glaube, zusammenfassend, das ist der übliche Interviewkram. Wir werden das eingehend analysieren. Ja. Und dann muss man mal gucken, was man ändert. Ich weiß nicht, ob es dabei den Trainer angeht, weiß ich nicht. Ich habe, soweit ich das weiß, ist ihm nochmal gestern der Rücken gestärkt worden auch und er hat auch Eberl nochmal im Interview gesagt, dass sie sehr zufrieden sind mit der Arbeit. Gut, ja, das haben wir auch im Fußball schon tausendmal. Aber das muss man sich doch mittlerweile doch ein bisschen, also solche, gerade das, was nach dem Spiel gesagt wurde, auch bei Borussia.de zu lesen ist, man muss sich doch zum teilweise schon ein bisschen wie im falschen Film vorkommen, dass die Mannschaft davon spricht, dass man hinten sicher stand, dass man einen guten Kämpfer schafft. Sind wir jetzt ein Abstiegskandidat? Sehen wir uns jetzt als Abstiegskandidat? Weil wenn dafür war das dann okay. Ja? Wir sind eine absolute Mittelklasse. Ja, aber welchen Anspruch haben die Spieler mittlerweile an sich selbst, auch gerade in dieser Nachbetrachtung eines solchen Spiels, wo man gegen die vielleicht derzeit schlechteste Mannschaft der Bundesliga oder eine der schlechtesten Mannschaften der Bundesliga, so gerade, wenn der Sommer mehr oder weniger jetzt mal ganz plakativ gesagt einen Ball von der Linie fischen muss, damit wir das Spiel nicht verlieren. Und am Ende sich hinstellt, ohne dass man sich eine hundertprozentige Torschance rausgespielt hat und sagt, das war schon eigentlich in Ordnung, leistes Gerecht und Unentschieden. Wie ist denn unsere Anspruchshaltung gesunken, dass man sich so sieht? Da sind Weltmeister wie Kramer, Leute wie Stindl, die schon international Champions League gespielt haben und sind plötzlich einigermaßen einverstanden mit so einem Auftritt. Wann wollen wir denn nochmal irgendwas zeigen, wenn nicht in solchen Spielen? Das war genau das Spiel, wo man zeigen kann, dass man will und dass man kann. Und beides habe ich nicht hundertprozentig gesehen. Ich glaube, genau, du sagst es. Selbst wenn man will, können sie im Moment einfach nicht. Eben. Das ist, glaube ich, die Sache. Und das liegt an unterschiedlichen Sachen. Ich glaube, die Mannschaft ist halt auch einfach ein bisschen vielleicht genervt oder ermüdet davon, dass sie immer wieder, sich neu aufstellen muss und immer wieder Leute dazukommen. Keine Ahnung,
das ist halt ein schwieriges Konstrukt innerhalb von so einer Mannschaft. Das kann man von außen schlecht sehen. Aber natürlich, ich finde es auch, wenn ich sowas lese, denke ich mir auch, Leute, so einen Scheiß will ich nicht hören. Ja. Aber Durchhalteparolen. Natürlich. Ja, aber das ist doch erbärmlich. Tut mir leid. Also gefallen finde ich daran auch nicht. Das Schlimme ist doch, dass man muss es erstmal akzeptieren. Ja, aber das Schlimme an der ganzen Geschichte ist doch, dass es sind ja gerade die treuen Anhänger, diejenigen, die auch ein bisschen fußballerisch sich beschäftigen und die auch wirklich auch gerade Eberl in den Jahren auch immer wieder den Rücken freigehalten haben für seine Entscheidungen, die das auch argumentativ im Umfeld auch verteidigt haben und unterstützt haben. Genau die sind es doch, die jetzt durch solche Sachen eigentlich gegen den Verein aufgebracht werden, weil die eigentlich sachliche argumentieren auch zum Teil, was läuft falsch. Wenn wir mal mit der medizinischen Geschichte anfangen, wollte ich jetzt mal kurz unterbringen, ja. Man kann sich doch die Slapstick-Artigkeit von Sachen wie mit Westergaard, dann findet man da einen alten, verheilten Bruch in seinem Fuß und stellt einfach mal so fest oder verkündet offiziell, dass es ein Mittelfußbruch ist und er steht anderthalb Wochen später mit so einem kleinen Kapselriss oder so wieder auf dem Platz. Das ist ja nur die Spitze des Eisbergs von dem, was da falsch gelaufen ist im Medizinmanagement. Dann hast du eine Spitze des Eisbergs, was den Kader angeht. Dass du mittlerweile einen Patrick Herrmann nicht mehr so ernst nehmen kannst, wie er vielleicht von seinem Namen her ist. Dass du die Hälfte des Kaders nicht zur Verfügung hast. Und dass du spielst, als wüsstest du einfach nicht mehr, wo es überhaupt hingehen soll. Das ist doch alles nicht mehr im Plan. Da ist doch kein Konzept zu erkennen gerade in diesem Moment. Nö. Das sind nur Baustellen. Ich würde mir sowieso auch überlegen, wenn man genau sieht, dass so Spieler wie Herrmann und auch Hazard im Moment einfach die Leistung nicht bringen können. Ich meine, Dieter Hecking hat auch bei Wolfsburg schon gezeigt, dass er junge Spieler mal vorantreiben kann. Ich weiß nicht, ob man vielleicht mal einen Jungen irgendwie einfach ins kalte Wasser wirft oder ein bisschen überhaupt mal ein bisschen. Oder wir haben in der Defensive nicht so viele Nachwuchstalente. Und in der Offensive haben wir nicht so viele. Und in der Defensive kommen sie ja schon zum Einsatz. Ja, oder sonst mal, weiß ich nicht, einfach ein bisschen rotieren. Vielleicht mal nochmal Cuisance auf den Außen probieren und dafür was auf der Doppel-6 ändern. Keine Ahnung. Ich bin nur der Meinung, man sollte halt mal versuchen, was zu ändern und gucken, dass es irgendwie einen frischen Impuls bringt. Weil ich glaube, im Moment so geht es halt nicht weiter, beziehungsweise es geht dann einfach nur so weiter, wie es gerade läuft. Und das ist, glaube ich, für alle unbefriedigend. Ich wollte sagen, also wir... Aber warum sagt man das denn nicht einfach? Das ist doch der Punkt. Warum sagen die das denn nicht? Warum sagen, genau das ist doch, das fühlen wir doch alle. Wir wollen doch da, also wir wollen ja niemandem jetzt hier an die Wäsche oder so. Es geht doch einfach nur darum, dass man das Gefühl bekommen will, wir haben verstanden, das läuft gerade nicht und wir sind damit nicht zufrieden, was da in Mainz gespielt wurde. Das ist alles verständlich und alles verzeihlich. Niemand nimmt das ja übel. Aber warum sagt man nicht, wir sind im Moment nicht in der Lage dazu? Warum redet man sich das schön? Das ist einfach. Die Frage ist doch, wer tut denn das? Ja, wer tut das? Ja, Spieler und die Verantwortung. Nein, das ist schon klar, natürlich. Aber welcher Bundesligist tut das denn? Natürlich stellt sich Peter Stöger, nachdem er 6-0 abgefertigt wurde, stellt sich dann dahin und sagt, es ist nicht okay, was wir gespielt haben. Kann man nachvollziehen. Das ist aber auch nicht glaubwürdig, wenn man sagt, na ja, gut, war ja eigentlich in der ersten Halbzeit schlecht, aber in der zweiten haben wir ja nur ein Tor kassiert. Das machst du nicht. Und das haben die Verantwortlichen bei Borussia im Übrigen aber auch nie gemacht. Also auch in der Zeit, als es gut lief, immer tief gestapelt, in der Zeit, wo es schlecht lief, auch da immer relativ ruhig nach außen kommuniziert, versucht, ein einheitliches Bild zu halten. Ich gebe dir vollkommen recht, das ist absoluter Quatsch im Grunde genommen. Im Grunde genommen sollte man mal, und ich glaube, dass das intern aber auch passiert. Das ist halt die große Frage. Dass man die Dinge tatsächlich mal adressiert, dass was man das auch bespricht. Ich glaube, dass die Kommunikation im Verein unter den Verantwortlichen aber immer so gut war, dass das geschieht. Ja, aber und wenn es nicht der Fall war, was ich von außen schlecht beurteilen kann, selbst wenn es nicht der Fall ist, dass man es jetzt zumindest mal tut, aber nach außen, glaube ich, wirst du das kaum erleben. Der Einzige, der es vielleicht mal kommunizieren wird, weil eben da auch die Emotionalität dann vielleicht ein bisschen mitspielt, ist Eberl, der vielleicht mal hingeht und dann sagt, naja, optimal war das jetzt auch nicht, was wir da gespielt haben. Ja, aber genau das ist es ja. Ich meine, du sagst es richtig, die Emotionalität, die ist sowohl bei Eberl als auch bei Hecking gegeben. Nach außen versuchen sie immer die Kontenance zu wahren, was auch aus meiner Sicht in Ordnung ist. Aber wir hatten das Thema ja auch jetzt schon seit Wochen, dass man mal hören möchte oder dass auch die Fans hören möchten, wie es halt ist. Wirst du im Zweifel nicht erleben. Nee, glaube ich auch nicht. Ja, aber ich glaube, es trifft die Falschen dann. Intern ist es halt, glaube ich, so, dass
ein Eberl oder auch Dieter Hecking mal da ordentlich auf die Kacke hauen können. Ich glaube, auch in der Mannschaft zum Beispiel kann es auch mal sein, dass das Stindl da irgendwann der Kragen platzt. Ja, aber was Ginter zum Beispiel, ja? Ginter ist auch so ein Kandidat. Er hat letzte Woche gesagt, es gibt Probleme in der Mannschaft. Er hat seine Kollegen ungewöhnlich hart eigentlich in die Pflicht genommen, als er gesagt hat, da muss man eben auch dem Fußball alles unterordnen. Und ich vermisse ein taktisches Konzept bei uns. Also das ist ja das, was er in wiederholten Interviews jetzt gesagt hat. Wenn das ein Nationalspieler, ein erfahrener Mann, der seit Wochen einer der absoluten Leistungsträger ist, sowas sagt, dann ist das ja, eigentlich, das ist alarmierend eigentlich. Aber auch das personelle Gefüge in der gesamten Mannschaft ist natürlich auch immer ein Faktor. Da hat niemand Einblick, weil wer weiß denn, vielleicht mag sich die Hälfte der Mannschaft nicht gegenseitig. Das kann sein. Das kann auch erklären, warum die dann so ein Mist auf dem Platz Gefühl, oder eher gesagt, kann ich nicht. Das ist ja aber auch, das ist ja eigentlich, ich würde ja fast eher sagen, umgekehrt. Dass das ist so eine, naja, die berühmte Wohlfühler-Oase, von der immer gesprochen wird. Das glaube ich. Dass es eher fehlt daran, dass mal jemand mal ein bisschen zündelt da, um auch die Leute zu pushen. Ich weiß auch selber, und wenn man ja mal sich darüber Gedanken macht, ist das ja auch nur sinnvoll, wenn Spieler über Wochen benachteiligt oder bevorzugt vom Trainer werden, von den anderen und besonders von denen, die dann darunter leiden, gibt es natürlich auch böses Blut wahrscheinlich, wo dann vielleicht die Spieler nicht direkt dafür können, aber eher der Trainer, weil er Entscheidungen trifft, die nicht ganz nachvollziehbar sind. Aber das gab es und ja sowas, kaum Konkurrenzsituationen gab es. Naja, ich denke jetzt mal an Grifo und Hofmann. Ist nur eine Sache. Das ist tatsächlich eine Person, aber nicht im Zentrum der Mannschaft. Darauf kommt es nicht an. Aber wenn einer sagt, ich bin unzufrieden und ist dann auf den anderen Spieler und dann hat er vielleicht Freunde, die es dann genauso sehen, also in der Mannschaft, klar, die dann, ja, also ich will sowas nicht ausschließen, dass es auch vielleicht in der Mannschaft sowas gibt. Es gibt ja in jedem Gefüge, ich sag mal, das ist auch ganz normal. Knapp 30 Leute, denke ich mal, aufeinander sitzen. Klar. Gibt es immer mal rein. In der Schulklasse. Das ist ganz, genau, das ist nichts anderes. Das ist ganz normal. Der eine mag den anderen lieber als den anderen und die anderen mögen sich untereinander nicht oder ähnliches. Das wird sicherlich der Faktor sein. Ich glaube aber, dass das tatsächlich bei Borussia noch nicht mal das große Problem ist. Ich glaube, dass die schon miteinander klarkommen. Ich glaube, dass es aber vom Charakterlichen her an Spielern fehlt, die vielleicht auch mal einige mitreißen und mal sagen, pass auf, so geht's ja eigentlich nicht, so kannst du nicht auftreten. Ist ja auch eine alte Diskussion. Ich sage immer so, ja, grundsätzlich wünscht man sich den einen oder anderen, der genau sowas mitbringt, durchaus mehr in der Mannschaft. Auf der anderen Seite hat man aber auch gesehen, gerade auch in der Ära Favre, wo alles eben einem sehr, sehr starken System untergeordnet wurde, dass gerade diejenigen, die still führen, und dann gleichzeitig aber auch ihre Leistung bringen, dass das genauso funktionieren kann. Ich sehe im Moment weder das eine noch das andere. Ich sehe wieder ein anderer Trainertyp wieder. Ja, natürlich. Ich glaube, das liegt aber auch einfach am sportlichen Erfolg. Wenn du gewinnst, dann ist der eine niemals böse auf den anderen, weil er irgendwie 20 Minuten mehr gespielt hat und was weiß ich. Aber besonders, wenn es dann schlecht läuft, dann denkt man sich vielleicht, ja, hätte ich jetzt besser gemacht. Warum darf ich nicht? Ja, möglicherweise ist das. Und ich meine, wenn man sich mal die Social-Media-Kanäle unserer Spieler anguckt, da gibt es die Grüppchen. Da hängt dann Grifo mit dem Ginter häufiger ab, mit den Frauen jeweils und der Hofmann mit seinen wie heißt das da, der Ecke, Speyer da, der Ecke. Genau, sowas. Also, wie gesagt, ich will jetzt auch gar nichts unterstellen und ich weiß da auch nichts, ob sowas, aber es gibt hundertprozentig Grüppchen und wer weiß, dass denn intern auch einfach da Streitigkeiten sind. Weil wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße und jeder ist irgendwie mit seiner Situation unzufrieden und das ist dann natürlich extrem schlecht für die Chemie auf dem Platz. Okay, was machen wir denn jetzt aus der ganzen Geschichte? Saison zu Ende laufen. Eingehend analysieren. Ich glaube, wir können da von außen auch, ja, wir können uns das anschauen, wir können dazu unseren Dampf ablassen, sage ich mal, aber ich weiß nicht so wirklich, ob wir da ein Konzept hätten, es zu ändern. Ich kann es dir nicht sagen. Du kannst ja nicht das gesamte Mannschaftsgefüge inklusive Sport. Aber wir sind uns doch einig, dass grundlegend was hinterfragt werden muss. Ja. Weil diese Rückrunde ist, aus welchen Gründen auch immer, es kommt vieles auch von außen rein. Ich habe es eben schon gesagt, es ist nicht hier so ein reines jetzt irgendwie Bashing von einzelnen Verantwortlichen. Nein. Aber es ist einfach nicht der Anspruch von Borussia Mönchengladbach. Selbst wenn man sagt, wir wollen einstellig spielen, so eine Bilanz, die wir derzeit haben und dann gleichzeitig diese spielerische Komponente, die in den meisten Spielen fehlt, das ruft doch dazu auf, eine Generalanalyse dieser ganzen Geschichte zu machen und wirklich wesentliche Dinge zu ändern in der Zukunft. Ich glaube auch, dass das passieren wird. Ob wesentliche Dinge deshalb geändert werden, das weiß ich nicht. Das wird sich zeigen. Ich muss mich jetzt zurückentsinnen, wann es das
unter der aktuellen sportlichen Leitung wohlgemerkt, wann es da jemals wirklich. Ja, Favre, dass man Favre geholt hat. Der Trainer war sehr, sehr speziell, der hat alles auf seine persönlichen Sachen. Aber wann hat es denn mal so eine große Umwälzung gegeben, dass man gesagt hat, man hat mal. Ja, nach Abstiegen. Nach Abstiegen, aber nur, wir reden, also unter der derzeitigen sportlichen Leitung habe ich das eigentlich noch nicht erlebt. Ich weiß auch nicht, ob das Patentrezept dann wäre. Ich glaube, dass man an zwei, drei Ecken was tun muss. Das wird man tun. Ja, definitiv. Was sagst du denn zu dem, das passt ja zu dem, was ich auch gelesen habe in Foren, nach dem Motto, man verwaltet im Prinzip seit, dass die immer noch die Reste der Ära Favre, schon seit mit Schubert, schon jetzt weiterhin und hat eigentlich keine neue und setzt nicht die notwendigen neuen Akzente, weil die Ära ist vorbei. Favre war nicht fehlerlos, aber er hat uns eine beispielslose Struktur gegeben, die jetzt immer mehr verloren geht und man hat noch keinen neuen Trainer gefunden. André Schubert wollte das und war dazu nicht in der Lage. Dieter Hecking ist nicht der Trainer, der so arbeitet, der ganz klar hinkommt und diesem Verein eine unverkennbare Philosophie geben will. Das ist auch ein Luxus, den man unter Favre hatte, den wir auch so sehen müssen wie ein Luxus. Aber muss man nicht trotzdem jetzt einen klaren neuen Akzent setzen, egal mit wem? Ja, aber ich glaube, die Akzente, die Favre gesetzt haben, sind ja eher fußballtechnisch, spielerisch gewesen. Und ich weiß nicht, ob hat sich ja in seiner Niederlagenserie auch ausgespielt in gewisser Weise, dieses spielerische Konzept. Deswegen musste vielleicht da sowieso schon was Neues her. Und ich finde einfach, dass er den modernen Fußball, wie er gespielt wird, mitgeprägt hat und auch natürlich auch von Barcelona etc. sich sicherlich auch, Inspiration geholt hat. Aber man muss jetzt was Neues entwickeln. Und ich meine, wir spielen jetzt auch teilweise mit dieser Dreierkette oder Fünferkette oder wie man auch immer das nennen will. Es muss halt nur richtig umgesetzt werden. Und das Spielermaterial muss da sein und auch bereit dafür sein. Ich glaube halt eigentlich nicht, dass Borussia so viel falsch macht und auch nicht unbedingt dem hinterherläuft. Okay. Also was in jedem Fall ein Problem ist, das muss man ganz klar so sehen, ist, dass man jetzt die zweite Saison hintereinander mit dem internationalen Geschäft nichts zu tun hat. Genau. Und das ist tatsächlich, ich sage es mal so drastisch, wie ich sehe, ich finde das katastrophal, weil das im Grunde genommen nämlich dazu führt, dass du den Anschluss verlierst. Du verlierst den Anschluss, du bist zwei Jahre hintereinander nicht an den Geldtöpfen beteiligt. Naja, aber das glaube ich nicht. Du bist aber zwei Jahre hintereinander auch nicht im Gespräch. Man gibt aber dafür dann die Kohle für Infrastruktur aus, mit der man dann wieder auch ohne den sportlichen Erfolg sich finanziell gut besser platziert als der Großteil des wirtschaftlichen Konzepts. Das ist ja einwandfrei, gehe ich von aus. Nur, alleine, dass du als Verein auf internationaler Bühne, auch bei anderen Vereinen insgesamt in Europa im Gespräch bist, alleine das bringt dir schon so viel. Bringt über die TV-Einnahmen viel Geld, bringt über das Interesse am Verein viel Geld. Klar, und auch Interesse an den Spielern, sicherlich. Natürlich. Ja, klar. Aber ich glaube, Borussia wirtschaftet so, dass sie nicht abhängig davon sind, dass man international spielt. Aber du bist auch viel attraktiver für junge Spieler als Verein. Ich habe gestern noch mit meinem Vater da gesessen und wir haben noch darüber nachgedacht, wann ist das letzte Mal jemand aus der eigenen Jugend nochmal hochgekommen und so weiter und so fort. Und dann sagte mein Vater auch zu mir, ja gut, aber das machen jetzt alle so. Ja. Alle sind auf den Zug aufgesprungen. Das heißt, du musst als Verein dann tatsächlich mehr bieten als ein tolles Jugendinternat, was wir ohne Zweifel haben. Aber deshalb sage ich, und deshalb ist eigentlich das Dransein an den internationalen sportlichen Aktivitäten ist meines Erachtens super wichtig, um als Verein weiterzukommen und vielleicht auch irgendwann den nächsten Schritt zu machen. Und ein Indikator dafür, dass es ja alles jetzt nicht so flutscht, wie es mit dem entsprechenden sportlichen Erfolg flutscht, ist, wir haben noch keinen Transfer für die neue Saison fix. Die tollen Transfers, die unsere Mannschaft in den letzten 4-5 Jahren geprägt haben, mit Kruse, mit Traoré, Hahn, Stindl, also alles diese Leute, die man eigentlich wirklich clever aus Verträgen rausgekauft hat oder mit Ausstiegsklauseln genutzt hat, denen wirklich eine klare Perspektive bieten konnte. Das ist nicht passiert. Wir stehen jetzt in der absoluten Endphase der Saison, haben noch keinen Namen, auch in unseren Kreisen, was man so hört, wir hören keine konkreten Namen, den man vielleicht irgendwie an der Angel hätte oder so. Das wird dauern, bis da wahrscheinlich Leute kommen. Eventuell sitzen wir hier noch in der Vorbereitung und kriegen spät wieder Leute dazu. Also da hängt ein ganzer Rattenschwanz dann in diesem fehlenden sportlichen Erfolg. Wegen solche Prozesse zäher, Leute zu holen. Ja. Und du hast am Ende ein deutlich höheres Risiko auch in der neuen Saison. Ich gebe Michael recht. Ich glaube nicht, dass diese zweite Saison ohne internationales Geschäft uns komplett abhängen wird. Das glaube ich nicht. Aber wir müssen jetzt umso klüger im Sommer arbeiten, weil ansonsten ist es wirklich vorbei und dann sind wir bald wieder
12, 13, 14. Das glaube ich, wird nicht mehr passieren. Außer wenn man ganz kapital sich ganz schlecht wirtschaftet. Ich glaube, man wird sich, hat sich jetzt auf Dauer, wird man sich so etablieren, dass man immer um international spielen kann. Weil ganz ehrlich, wenn es wirtschaftlich alles so einschlägt, wie es soll und das Jugendinternat auch so vergrößert wird und Borussia auch mehr Einnahmen durch Museum, Hotel, was weiß ich alles, und das macht einen Verein auch attraktiver. Und ich glaube, da wird man immer die Möglichkeiten haben. Natürlich muss sich das aber natürlich auch irgendwann mal auf den Platz ummünzen lassen. Also die Gefahr tatsächlich, dass wir dann auf so 12, 13, 14 Plätze abstürzen oder ähnliches, die sehe ich auch nicht. Weil da sehe ich ganz andere Vereine, die auch wirtschaftlich deutlich schwächer sind. Gut, aber wir spielen eine Rückrunde, wo wir da stehen. Keine Frage. Und das ist die zweite Runde richtig. In den letzten 2 Jahren, von den 4 Runden, die wir gespielt haben, stehen wir jetzt zum zweiten Mal, spielen wir eine Runde, ja, die Abschiedskampf bedeutet. Keine Frage. Aber das ist viel zu wenig. Ich sehe die Gefahr deshalb nicht, weil die wirtschaftliche Stärke ist schon da. Das sehe ich schon so. Also an der Stelle gebe ich dir absolut recht. Wie gesagt, für mich ist das entscheidende Kriterium immer, dass man eben sportlich auch attraktiv ist für die Spieler. Ne? Und ja. Natürlich, das Hotel ist, ich finde das toll, ich finde das super, ich finde das faszinierend, wenn man sieht, wie es wächst und es wird sicherlich wirtschaftlich auch sehr erfolgreich sein. Nur das interessiert einen Spieler, der zu Gladbach kommt. Ach, ich weiß nicht, wenn du dir vorstellst, jemand kommt mal irgendwie zu einem Termin in den Borussia-Park und da ist da diese komplette Geschichte gebaut worden, das hat dann, glaube ich, schon einen ganz speziellen Flair. Da können viele Vereine wahrscheinlich nicht so unbedingt mithalten. Aber du hast natürlich recht. Ich glaube, primär ist natürlich für einen jungen Spieler oder für einen Spieler, der auch was erreichen will, wichtiger, ja. wo du stehst. Das Aber ich meine, Stindl und was weiß ich, wen man alles vorher geholt hat, bevor man so erfolgreich war, sind auch gekommen. Weil sie auch sehen, dass in dem Verein was passiert und das, was nach vorne geht. Weil ich ja auch an junge Spieler denke. Ja, klar. Für die Gladbacher ein attraktiver. Und ich weiß nicht, ob jetzt Eintracht Frankfurt, selbst wenn die in die Champions League kommen würden oder was weiß ich, ob die dann so viel attraktiver sind. Nee, glaube ich. Dauerhaft. Ich glaube nicht. Das liegt aber an der Historie auch. Ja, also dann nehmen wir doch was Positives mit. Wir müssen jetzt ein bisschen auf die Zeit gucken, deswegen ich unterbreche euch da ungern. Aber ich sag mal so, ihr habt jetzt noch mal so einen kleinen Hoffnungsschimmer sozusagen mitgebracht. Weil im Moment, ich glaube, das wird auch deutlich, ich bin im Moment auch ein bisschen, was das angeht, eher skeptisch. Einfach weil ich so bestimmte Indikatoren sehe, die mir im Moment nicht das Gefühl geben, wir haben verstanden und wir setzen das entsprechend um. Ja, aber so. Wie gesagt, sportlich und wirtschaftlich sind zwar eng miteinander verbunden, aber geben trotzdem auch unterschiedliche, wie soll ich sagen, Möglichkeiten und Impulse. Und ja. Sportlich ist momentan einfach Kacke, das muss man natürlich so sagen, aber das kann man auch korrigieren wieder. Und ich glaube, Borussia hat auch die wirtschaftliche Stärke und auch im Verein die Stärke, das zu tun. Okay, wunderbares Zwischenfazit sozusagen. Lass uns kurz Noten machen, Michael. Wir müssen noch unsere. Ja, das ist jetzt heute ein bisschen schwer für mich hier. Ich nehme es vors Gericht, das ist kein Problem. Jetzt habe ich eben noch gesagt, wir haben mit Fünferkette gespielt. Ja, ich weiß, ich habe. Ich baue mal kurz. Der Baumeister. Ginter war aber recht. Ja, genau. So. Oh, es klebt, Scheiße. Den Thomas Tuchel machen, die ganze Zeit schnell hier. Ja, das ist der Sommer bei. Ja, hier, genau, und dann läuft er nach hier und dann hier und so. So. Ja, so ungefähr, ist ja egal. Es geht ja. So. Können die auch alle einfach nebeneinander setzen. Ja. So. So. Genau. Ja, also. Ich glaube, du musst das ein bisschen gerade halten. Jan Sommer, ich glaube, da können wir positiv sein. Hier sind die sein. Schmeilis. Genau, da muss ich ja mal kurz tätig werden, Sekunde. Ich glaube, also Jan Sommer können wir relativ positiv sein, oder? Ich finde es auch gut. Also wie gesagt, er hat zwar wieder ein paar Abschläge, die nicht so wahnsinnig gut waren, aber er hält in dem Fall den Punkt fest und von daher, das soll ein Torwart machen. Jo. Genau, und er, wie gesagt, ich finde, allgemein hatten wir ja schon gesagt, seit er wieder zurück ist, nach seiner Verletzungspause, wirkt er für mich sicherer, als er in den Spielen davor oder in den Wochen davor aufgetreten ist. Ich finde auch, unsere Abwehrkette war eigentlich ziemlich positiv unterwegs. Also da ist eigentlich relativ viel Stabilität. Gerade die drei machen, sind einer der Lichtblicke in den letzten Wochen. Ja, sehe ich auch so. Ich finde alle gut. Wie gesagt, am Anfang, zu Beginn des Spiels hatten Ginter und Westergaard sogar so ein paar lange Schläge auf die Außen, die sehr gut ankamen und wo eigentlich relativ viel Platz war. Ich würde ihnen auch, grün oder gelb oder was machen dazwischen oder beides. Ich meine, das klingt, sieht dann, wenn wir jetzt hier alle mit ganz
atemberaubend guten Noten ausstatten, dann sieht es nachher so aus, als wäre es ein Top-Spiel gewesen. Aber gut, da sind wir mal ganz ehrlich. Wir haben in dem Bereich ganz wenig zugelassen. Ja, also von daher. Und ich finde, dass Vestergaard und Ginter immer mehr zeigen, dass sie auch eine ganz, ganz starke Achse sein können. Bei Vestergaard auch gut, wie der Auftritt ist, nachdem er verletzt war, dann trotzdem wieder direkt reinzukommen und direkt weiterzumachen, wo er aufgehört hat. Es ist alles in Ordnung. Also die drei haben mir auch gut gefallen. Ja, Kramer ist zurück. Allerdings, wie ich finde, da sage ich direkt mal, mehr als gelb kann ich da nicht sehen. Nee, weil er war leider nicht so gut im Spiel. Und obwohl ich da eigentlich die Rolle als einziger richtiger Abräumer ganz gut finde für ihn, war er nicht in der Form, die er auch schon gezeigt hat. Vor allen Dingen in der Phase kurz nach Wiederanpfiff zu unsichtbar. Einfach. Genau. Michael Cuisance. Eher eines seiner schwächeren Spiele für Borussia. Ja. Fand ihn ein bisschen fahrig, auch im Bereich des Mittelfelds in einigen Szenen. Ein bisschen auch physisch hat er sich da von dem einen oder anderen Mainzer mal abkochen lassen. Er hat auch ein paar, ich meine, er will immer wieder was Vernünftiges machen, aber zu viele Fehlpässe auch, die er gemacht hat. Und ja, war doch rot. Ja, würde ich auch sagen. Machen wir mal so. Heute ein bisschen schneller. gehen wir direkt Patrick Herrmann. Ich hätte jetzt fast gesagt rot, bei dem, was er so die ersten 80 Minuten gespielt hat. Er hatte dann doch noch zwei, drei sehr engagierte Szenen in den letzten Minuten, wo ich sagen kann, das war immerhin... Er muss halt mal eine Flanke zum Mann bringen. Er muss sie nicht einfach immer nur reinschlagen oder flach reinbringen. Er wäre mal gut, wenn er mal hinguckt, wo er flankt. Muss ich so hart sagen. Ja. Aber ich gebe dir recht, er war deutlich aktiver in den letzten 10 Minuten, von daher können wir da auch Gnade walten lassen. Ja, und außerdem über die Personalie Patrick Herrmann haben wir in den letzten Wochen viel gesagt, wir wollen ihm nichts Böses, das muss ich auch nochmal dabei bekräftigen, aber ich denke, das wird auch nochmal ein Thema werden im Sommer, einfach wenn es darum geht, wenn Borussia sich neu aufstellt, ob er dann noch ein Teil davon ist oder eben nicht. So. Ja. Genau, Lars Stindl war für mich, wie es ja eigentlich in der Hinrunde normal war, wieder mal einer der Lichtblicke, weil er hat sich die Bälle dann doch im Mittelfeld schön geholt, hat dann, wenn es mal einen cleveren Pass war, wenn es mal eine kluge Verlagerung gab, war es wieder er. Ja. Aber natürlich ist er nicht in der Verfassung, in der er vor anderthalb Jahren war oder vor einem Jahr war. Nee. Ja. Auch wenn die Nationalmannschaft da aus meiner Sicht die paar Einsatzminuten, die er hatte, ihm wahrscheinlich gut getan haben, aber mehr als... ich sag mal, gelb-grün ist da eigentlich für mich heute auch nicht drin. Ich belasse es aber auch tatsächlich auch bei gelb, so wie bei Herrmann auch, weil, also wie gesagt, dafür fehlt mir dann auch einfach das Ergebnis. Ja. Okay, Oscar Wendt fand ich ganz in Ordnung, muss ich sagen. Ich glaube, dass diese Position in der Fünferkette ihm ganz gut liegt, weil er da seine defensiven Defizite nicht so zum Tragen kommt und nach vorne kann er recht viel machen. Mir ist aber aufgefallen, in mehreren Szenen, wenn er mal vorne fast durchgebrochen war, dass dann irgendwie der Anschluss fehlt. Es hat kein Spieler sich mal gegenüber ihm angeboten oder ihm als Anspielstation gedient. Also er konnte eigentlich im Prinzip immer nur eine direkte Flanke versuchen oder zurückspielen. Oder abschließen. Ja, oder genau, er hat auch ein paar Mal abgeschlossen. Aber ist gut. Er ist da sehr aktiv und macht es eigentlich aus meiner Sicht auch wirklich. Machen wir da mal einen gelb-grünen für ihn. So. Ja. Jetzt kommt... Der Sturm, der nur, jetzt habe ich hier das wieder Phrasenschwein, ein laues Lüftchen war. Thorgan Hazard, was sagen wir zu ihm? Muss deutlich mehr kommen. Also ich fand ihn jetzt auch nicht schlechter als Patrick Herrmann, von daher würde ich da auch mit dem gelben... Also von mir bekommt er definitiv einen saftigen roten für seine Leistung, weil ich weiß halt einfach nicht mehr, warum er bei uns sich als Stürmer schimpft, muss ich sagen, weil... Er versemmelt eigentlich jede Szene, die er am Ball hat. Er verliert die Bälle teilweise im Mittelfeld leichtfertig. Und Also das ist tatsächlich problematisch. Das ist auch aufgefallen. Dass er tatsächlich, wenn dann mal der Ball auch zu ihm kommt, wenn es dann auch mal schnell gehen kann, dann verhaspelt er sich mit dem Ball, dann rutscht er ihm unter den Beinen durch, dann muss er sich wieder drehen, dann muss er wieder hin. Also das ist tatsächlich teilweise schwierig. Das ist wirklich schade. Weil auch wenn er dann mal als Anschlussspieler dienen könnte, dass er dann den Ball nicht unter Kontrolle kriegt, dann muss er wirklich dran arbeiten. Ja. Neben der Tatsache, dass er einfach nochmal torgefährlicher werden muss. Er trifft einfach, gut, er ist halt auch außer Form, ja, das ist auch nachvollziehbar, gerade wenn du in der Offensive bist und keine Tore machst, aber er trifft halt wirklich ausnahmslos die falsche Entscheidung. Leider. In diesem Spiel ist er die Person, die zweimal ein Tor vorbereiten oder machen kann. Das eine Mal in der ersten Halbzeit, wo er freistehend den Ball mehr oder weniger blind in die Mitte schlägt und in der zweiten Halbzeit, wo er von Stindl gut bedient wird und dann
lieber nochmal zwei Leute versucht auszuspielen, anstatt einfach mal den Abschluss zu suchen. Was soll man dazu sagen? Also ist halt im Moment wirklich, da ist leider nichts. Ja. Ja, und Raphael, ich möchte ihn eigentlich, man muss ihn eigentlich auch mit Gelb-Rot bewerten, aber gut, er ist halt jetzt zurückgekommen nach vielen Wochen, außer... Viel war es dann aber tatsächlich auch nicht. Also ich glaube, man muss sich auch mal davon verabschieden, dass das immer diese Hoffnung auf spielerische Qualität von ihm dann auch sofort erfüllt wird. Er braucht halt auch jemanden, mit dem er spielt. Ihr zwei tut das ja ohnehin nicht, aber ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass sich einige dann auch in der Denke mal davon verabschieden müssen, dass wenn er reinkommt, plötzlich der große Zauber wieder ausbricht. Ich glaube, das kann er diese Saison, glaube ich, einfach nicht mehr leisten. Nee, schauen wir mal, wie gesagt, er braucht auch Nebenmänner, die ihn so unterstützen, dass er das auch machen kann. Genau. Das ist im Moment nicht der Fall. Ja. Ja, also insgesamt, ich meine, wie gesagt, die Defensive war stabil, bis auf ein, zwei Mal, aber dann waren es eher die Vordermänner, die da die Flügel zu sehr aufgemacht haben. Da sehe ich die Hoffnung, das ist einfach eine potenzielle Achse mit Stindl, mit Kramer, wenn die alle wieder in Form kommen. Aber drumherum irgendwie fehlt das Gefühl, dass da eine stabile Mannschaft auf dem Platz steht, die auch sich Chancen erspielen kann. Ja. Drimmitsch kam rein, finde ich, hat jetzt nicht viel falsch, nicht viel schlechter gemacht als... Nee. Raphael hatte ein bisschen Pech am Ende, wo er quasi ja das Tor fast macht. Ja. In der Szene, wo Uta den Ball zu kurz zurückspielt. Florian Mayer haben wir jetzt hier nicht drauf, den haben wir leider noch nicht als Trikot. Ja. Er hat ein gutes Debüt gegeben, dafür, dass er für den verletzten Elvedi reinkam. Ich hoffe, dass Elvedi nichts Schlimmeres hat, danach dass er einfach einen Brummschädel hat. Ja, ja. Ja. Ja, und dann Jonas Hofmann hat noch mitgemacht am Ende, hat ein bisschen was versucht, aber. Waren auch, glaube ich, nur 5 Minuten oder so. Ja. Also von daher. Ja. 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 Von daher würde ich sagen, ne, haben wir es, was die Bewertung angeht. Ich darf, ne? Ja. Durchwachsen würde ich es mal nennen. Jo. Tja. Gut, dann machen wir an der Stelle ein kurzes Break, was Borussia angeht. Wir reden ja gleich noch kurz über den kommenden Gegner, Hertha. Jetzt müssen wir kurz nochmal allgemeiner reden. Wir haben dich ja auch nicht ganz ohne Grund hier bei uns heute. Der DFB hatte ja seine Tagung am 22. März, wo zwei große Dinge entschieden wurden. Die erste machen wir relativ kurz. Der Videobeweis wurde quasi auch für die neue Saison gesetzt. Also er wird weiterhin Teil der Bundesliga sein. Und man hat quasi jetzt im Nachhinein diese Saison nochmal die Testphase genannt. Das hat man sich so überlegt. Aber das war es ja eigentlich so von Anfang an. Aber eigentlich war ja die Saison davor, war ja schon komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja, aber das war ja die öffentliche Testphase. Genau. Also das wurde schon vorher mal gesagt. Nur, naja, wenn man sich das anguckt, was an diesem Spieltag teilweise passiert ist, muss man da vielleicht... Ist gut, dass man nochmal testet. Ja, also da muss man ganz ehrlich sagen, ich finde, wir haben ja jetzt, anstatt in der Hinrunde haben wir das ja sehr eng begleitet, das Ganze, haben jetzt in den letzten Wochen uns ja auch ein bisschen zurückgehalten, einfach mal zu sehen, wie wird denn jetzt dieses neue, leicht zurückhaltendere umgesetzt, und eigentlich ist es ja weitgehend positiv. Ja. Nur an diesem Spieltag, wir haben dieses klare Abseitstor von Bayern, was nicht zurückgenommen wird. Wir haben das absolut unklare Abseits von Hannover, wofür dann extra ein Tor zurückgenommen wird. Wir haben Szenen wie Petersen, der aus irgendeinem Grund, weiß nicht, ob das ein Videobeweisthema ist, aber gelb-rot bekommt, obwohl er vielleicht die gelbe Karte gar nicht gesehen hat. Also Diskussionen wird es immer wieder geben. Nur ich denke, gerade wie diese Abseitsentscheidung von Lewandowski und in Hannover, das ist genau der Grund, genau umgekehrt wäre es richtig gewesen. Genau. So hat man sich wieder ein bisschen lächerlich gemacht an der Stelle, leider. Ja. Das ist der Faktor Mensch. Ja, aber das ist nicht der Faktor Mensch, wenn jemand einen Meter im Abseits steht und das jede Kamera aufweist. Das ist das Problem. Das ist der Faktor Mensch, weil der Mensch darüber entscheidet. deshalb bin ich auch der Auffassung, man sollte, wenn es um Videobeweise geht, technische Hilfsmittel, den Menschen so gut es geht ausschalten. Weil nur der Mensch kann Fehler machen. Die Technik, wenn sie einwandfrei funktioniert, nicht. Wenn sie funktioniert. Also wir reden hier über sowas wie eine Abseitslinie. Ja, die gibt es aber ja noch nicht. Es gibt ja keine geeichte Abseitslinie, die ist ja technisch irgendwie nicht möglich dieses Jahr aus irgendwelchen Problemen, die sie hatten. Geht alles, wenn man will. Ja, aber genau das ist der Punkt. Die Lewandowski-Szene sieht jeder mit menschlichem Auge problemlos. Und die Szene von Füllkrug, glaube ich, das ist schwierig. Da siehst du, wenn es überhaupt abseits ist, dann ist es so knapp, dass es eben nicht mit menschlichem Auge und eben selbst noch nicht mal von Videoaufnahmen klar auflösbar ist. Und da, glaube ich, ist das Problem, wenn der Videobeweis funktionieren soll, müssen die Schiedsrichter einfach damit auch ein ähnliches Verständnis entwickeln und nicht, dass der Zufall es entscheiden, wer gerade in Köln sitzt und dann sich entweder einschaltet oder nicht. Ja?
Und deswegen sage ich noch mal kurz, ich glaube, das wird ein absolutes Desaster geben bei der Weltmeisterschaft. Ich bin gespannt. Wird ein absolutes Desaster, wenn du dir überlegst, was wir in Deutschland schon für Probleme haben. Und dann Leute, die wahrscheinlich kurz mal anderthalb Wochen vorher eine Crashkurs bekommen in diesem ganzen Ding, sollen dann solche Entscheidungen treffen. Es wird ein Desaster. Also. Wir sind gespannt. Ich hoffe, es ist nicht so, aber ich befürchte es einfach. So sein. Ja. Gut. Aber generell bleibe ich dabei, es ist ein gutes Mittel und ein Abseitstor ist halt eigentlich ein Abseitstor, deswegen sollte es nicht zählen und umgekehrt. Ja, aber ich meine, bei dem Ergebnis letztendlich hat sich das eine Tor auch nicht mehr so entscheidend. Achso, du meinst, weil Bayern hätte sonst nicht gewonnen, oder? Ja, okay, also 6-0 gegen Dortmund, ich glaube. War deutlich. Das war dann doch deutlich, ja. Gut, das haben wir sozusagen im Kasten. Ich möchte noch über die 50+1-Regel sprechen und das ist ja auch der Grund, warum wir heute dich da haben, weil du dich ja auch ein bisschen damit auskennst. Es geht ja da auch so ein bisschen darum, Wirtschaftsrecht, was bedeutet eigentlich 50+1? Und ich glaube, es gibt ein weitlaufendes Missverständnis in der Öffentlichkeit, weil ja immer suggeriert wird, dass 50+1 bedeutet, dass der Verein immer mindestens eben diese 50% einer GmbH, die für den Fußball ausgegeben ist, besitzen muss. Aber ganz genau ist es gar nicht so. Nein, also die 50+1-Regel sagt tatsächlich, dass der Mutterverein, also in unserem Falle dann eben die Borussia Mönchengladbach VfL 1900 e.V., immer 50% der Stimmen halten muss plus eine Stimme. Stichwort ist da, man muss eben die Mehrheit haben in der Gesellschafterversammlung, der Profiabteilung, die ja in der Regel strukturiert ist als GmbH. Es gibt unterschiedliche Modelle. Es gibt Modelle. AGs, glaube ich. Es gibt AGs, es gibt KGAAs, aber das würde zu weit führen. Aber vom Grundsatz her muss man sich vorstellen, es ist immer eine Kapitalgesellschaft. Im Hintergrund sage ich gleich noch was. Also, dass du tatsächlich als Mutterverein immer die Kontrolle über die Profiabteilung hast. So, darum geht es in erster Linie. Da geht es aber tatsächlich bei der 50+1-Regel nur um die Stimmverteilung. Das heißt also die Stimmen, die ich habe in den entsprechenden Gremien. Mhm. Ja, also Gesellschafterversammlung, die zum Beispiel dann darüber bestimmt, wer wird Aufsichtsrat oder Beirat, wer wird Präsident, wer wird Geschäftsführer etc. pp. Also in erster Linie die Leitungs- und Personalentscheidungen treffen kann. Mhm. So, da sehen die DFB-Statuten tatsächlich vor, 50+1 Stimme, aber davon unabhängig, das heißt vom Stimmrecht unabhängig, sind die Kapitalanteile. Mhm. Deshalb verstehe ich zum Beispiel so eine Situation wie in Hannover, verstehe ich gar nicht. Verstehe nicht, was bezweckt der Kind. Natürlich möchte der die Kontrolle über den Verein bekommen. Ja. Nur offensichtlich auch in personeller Hinsicht. Das Finanzielle scheint ihn gar nicht so sehr zu interessieren, weil die Kapitalanteile, ja, also die Beteiligung letztendlich auch später am Gewinn, die Beteiligung am Gesellschaftsvermögen, die kann jeder dritte Investor auf 100% hochfahren. Ein Ismaik, nur mal als Beispiel, bei 1860 München könnte zu 100% alle Anteile der 1860 München, ist glaube ich eine KGaA, könnte alle Anteile der KGaA und übernehmen. Das wäre überhaupt gar kein Problem. Er kriegt dafür nur nicht die Stimmrechte. Mhm. Ja? Bei Ismaik ist das interessanterweise auch, dass er tatsächlich Vorzugsaktien hat. Also solche Aktien, die einen Stimmrechtsausschluss haben, wo ich also nicht mitstimmen kann. Das ist also aus der Sicht eines Investors, der mit einem Bundesliga-Verein Geld verdienen will, wie es Hopp ja zum Beispiel auch möchte, der ja auch deutlich immer gesagt hat, ich möchte mit 1899 Hoffenheim auch Geld verdienen, kann das ohne weiteres tun. Ja. Und das muss man ja auch mal sagen, die wirtschaftliche Abhängigkeit führt ja de facto auch dazu, dass ich Einfluss nehmen kann auf die entsprechenden Entscheidungen im Verein. Ja. Man kann mir doch nicht erzählen, dass sich beispielsweise der HSV, der dann von Kühne ja auch wirtschaftlich tatsächlich gestützt wird, ich meine, Kühne gehören, glaube ich, knapp über 20% auch tatsächlich der Profiabteilung, dass sich dann da jemand in den Führungsetagen gegen seine Ratschläge in Anführungszeichen großartig wehrt. Also die ganze Diskussion um die 50+1-Regel ist, glaube ich, in vielerlei Hinsicht, wie ich finde, rein tatsächlich gesehen, eine rein moralische, romantische vielleicht auch in vielerlei Hinsicht. Aber du hattest ja gerade auch das Beispiel Hannover angesprochen und meintest, dass du das Modell, was da besteht, nicht ganz verstehst, weil Martin Kind ja, glaube ich, Geld reinsteckt, aber trotzdem sportlich auch
ich glaube, Einfluss hat. Ich glaube, Kind möchte den totalen Einfluss haben. Ja. Anders kann ich es mir nicht erklären. Also ich glaube, dass da tatsächlich... Weil er wirtschaftlich schon den Einfluss hat und eigentlich... Wirtschaftlich gesehen, meines genau. Erachtens, könnte er ohne... Weil ich weiß, ich kenne die Beteiligungsquote Logik, das könnte ich mal gerade nachschauen sogar. Die Logik dahinter ist ja folgende. Du möchtest als Präsident oder als Martin Kind, der sich dieses Projekt Hannover 96 ja so ein bisschen auch selber herangezüchtet hat, du möchtest im Prinzip dein eigenes Investment ja auch schützen, indem du sportlich die volle Kontrolle über das Ganze nehmen kannst. Ja. Es ist aber natürlich so gesehen pervers, wenn du die absolute Allmacht eines Vereins hast, brauchst du den eigentlich nicht mehr Hannover 96 zu nennen, sondern einfach Martin Kind GmbH. FC oder so. Ne? Ja. Aber das finde ich halt interessant, weil alle reden immer darüber, 50+1 rettet uns vor externen Investoren. Mhm. Und eigentlich ist es ja schon längst der Fall. Der Red Bull Leipzig also besteht ja nun mal nur als Verein pro forma. Ja, ja. Das ist ja ein Scheinverein mit, ich glaube, 10 oder 12 Mitgliedern. Ich glaube, die haben das mittlerweile geöffnet, aber das kostet irgendwie 250 €, da Mitglied zu werden, keine Ahnung was. Und jeder weiß, dass jegliche finanzielle Abhängigkeit bei Didi Mateschitz in Salzburg oder bei Red Bull liegt. Ne? Das ist eine klare Sache. Also deswegen verstehe ich nicht, warum so jemand wie der Rettich diese Sache so feiert, dass irgendwie 50+1 bleibt, weil es eigentlich für seinen Verein St. Pauli wieder was überhaupt nichts Positives bedeutet, so gesehen. Also um das mal kurz nochmal abzurunden. Es ist tatsächlich so, also an der Hannover 96 Sales and Service GmbH und Co. KG hält Martin Kind 52,73%. Mhm. Also schon die Mehrheit. Kapitalmehrheit und der Rest ist dann auch im Besitz von Privatpersonen. Also die Profiabteilung gehört hundertprozentig nicht dem Verein. Ja. Aber der Verein übt natürlich 100% der Stimmrechte aus. Ja. Ne? Also das kann man voneinander trennen. Deshalb die aber du kannst es auch nicht voneinander trennen, weil man beißt ja nicht die Hand, die einen füttert. Absolut, keine Frage. Dass das natürlich als Modell vielleicht nicht attraktiv ist für Mäzene aus dem außereuropäischen oder dem europäischen Ausland. Ja, aber das liegt dann am deutschen Vereinswesen. Ja, also das ist im Prinzip nur, wenn du so willst, das ist einfach nur ein saurer Apfel, den man hinlegt, damit kein Investor sagen kann, wer macht ein Investment, wenn er nicht sicher sein kann, dass es genauso läuft, wie er will. Das ist richtig. Ich meine, das tut es sowieso nicht. Das tut es sowieso nicht. Guck nach Paris, weil Sport ist Sport. Und du kannst ja die teuerste Mannschaft der Welt kaufen, wenn du in der Champions League wieder im Viertelfinale oder Achtelfinale raus bist, dann gelingt das auch nicht. Natürlich. Nur du willst es halt minimieren. Man kann aber auch Losglück, könnte man auch mal dann haben. Ja. Klar, aber man kann es auch minimieren. Ah gut, aber Paris ist doch ein perfektes Beispiel. Die haben gegen Real performt mittelmäßig in Spanien und schlägt aber... Ja, international spielen sie was anderes. Ja, das so. Ist halt nun mal so. Aber das ist genau das, was du ja... Die Bayern spielen gegen irgendeinen Quatsch und spazieren ins Halbfinale. Ja, das ist jetzt mal eine sportliche Diskussion. Aber wenn du als Scheich oder als Investor hingehst, dann denkst du natürlich wie bei Schachfiguren, wenn ich die Schachfigur Neymar und Cavani und keine Ahnung was habe, dann bin ich gut genug und dann ist es schon selbstverständlich, dass ich dann auch gewinne. Und das funktioniert halt im Sport nicht. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem putzig, zu denken, dass das die Leute, die wirklich wollen, fernhält. Jemand, der wirklich investieren will der den Sport wirklich mag und der Sport versteht, wird das trotzdem tun und dann hätte trotzdem der Verein entsprechend diese gewaltige Finanzspritze und entsprechend auch die Abhängigkeit. Ich stelle mir nämlich tatsächlich auch die Frage, ob es nicht schon Situationen gegeben hat, wo es schon probiert wurde. Oder ob man einfach nicht aufgrund der 50+1-Regel, die ist ein Faktor, natürlich ist sie ein Faktor, wenn ich viel Geld investiere, ich kann aber keine Kontrolle ausüben über mein Investment, ist das ein Problem in vielerlei Hinsicht. Wobei ich sage, bei einem Ismaik zum Beispiel ist es eher kein Problem. Das ist ja eigentlich das Negativbeispiel schlechthin, was wir immer vor Augen haben. Der Mann hat einfach sportlich gesehen, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, überhaupt gar keine Ahnung vom deutschen Fußball. Aber er investiert eben, um zu gucken, ob es sich entwickelt. Es ist tatsächlich ein Negativbeispiel, überhaupt gar keine Frage. Aber ich weiß gar nicht, ob es Investoren fernhält, die 50+1. Das wäre mal interessant, ob man das vielleicht mal erhoben hat oder erheben wird. Da habe ich jetzt aber nicht so tief recherchiert. Die Frage ist vielmehr, ob es nicht tatsächlich die Struktur der Bundesliga ist, die Investoren in dieser Form fernhält. Mhm. Weil auch natürlich die deutsche Mentalität für Investoren immer ein gewisses Problem ist. Die deutsche Mentalität ist da relativ schwierig, sehr traditionell, traditionsbewusst. Ja. Auch vielfach so, dass man sagt, man möchte auch im Unternehmen das alles ordnungsgemäß machen, Kontrolle ausüben, auch weiterhin wissen, wohin der Hase läuft. Solche Geschichten. Also ich glaube, dass insgesamt die Bundesliga aus dem Grunde auch so ein bisschen unattraktiver ist. Plus dem Faktor natürlich, dass wir was die Vermarktung angeht, nicht dieses völlig losgelöste System haben, was wir beispielsweise in der Premier League haben. Ja, ja.
Klar. Also, ich glaube, dass das Faktoren ist. Aber was wollen wir denn, wenn ich dich da unterbrechen darf? Was wünschen wir uns denn? Also, es gibt ja immer das Beispiel, das wird ja immer so platt dahergenommen. Man wünscht sich doch eigentlich so einen Fall wie Bayern. Die haben ihren absoluten, ich glaube, die halten 75% ihrer Anteile noch selber an der Spielergesellschaft, ja, ja, der Verein. Ja, ja. Haben aber wunderbar sich mit Audi, Adidas da richtig namhafte, ja, starke Adidas, Allianz dabei. Reingeholt, die alle aber trotzdem noch auf das hören, was Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß sagen. Ja, aber das ist genau was... Ist das nicht der Wunsch, den man als Borussia auch hätte? Christian, das sind deutsche Konzerne. Ja. Die wissen selbstverständlich, dass die Verantwortlichen da seit, ich weiß jetzt nicht, wie wir jetzt auch da wieder keinen zu nahe treten, aber teilweise seit 50 Jahren oder länger, ja, nichts anderes tun, als den Verein zu führen. Die wissen selbstverständlich, wie der Hase läuft. Selbstverständlich, das ist überhaupt gar keine Frage. Ja. Es ist tatsächlich. Aber wer sowas nicht für Borussia wünschen würde, dann ist das realistisch. Dass sowas, also ich glaube nicht, dass es für Borussia realistisch ist. Okay, und warum? Ich glaube es nicht, weil Borussia, also wenn du dir die Faktoren anguckst, die dazu geführt haben, dass jemand investiert hat, dann ist es in der Regel zum Beispiel bei Chelsea, London, Hauptstadt. Viele, nach Möglichkeit auch vermögende Leute, die bereit sind, ins Stadion zu gehen, genau, und da Geld auszugeben. Borussia ist meine Heimat, aber trotzdem, Mönchengladbach ist aus Investorsicht, aus Sicht eines internationalen Investors relativ unattraktiv. Ja, was ist denn mit dem deutschen Konzern dann? Wenn der sagt, ich weiß, Gladbach hat... Ja, aber der geht dann nach Düsseldorf. Der geht wahrscheinlich eher nach Düsseldorf. Gladbach hat im Fußball eine jahrzehntelange Tradition. Ist unfassbar. Jede Umfrage zeigt immer wieder, wie unglaublich positiv konnotiert das ist, sympathisch konnotiert das ist. Warum geht dann denn nicht ein regionales Unternehmen hin, also oder ein mittelständischer, großer Mittelständler regional hin und sagt, mich, meinen Namen damit zu verknüpfen, mit Borussia Mönchengladbach. Ist ja halb. Mit Rolf Königs ist ja steckt ja auch ein Unternehmen dahinter, was jetzt nicht ganz so... Ja, aber das ist in der äußerlichen Außenwahrnehmung, glaube ich, nicht so stark. Nee. Das finde ich auch gut, das macht er auch gut. Nein, ich wollte nur sagen, dass es ja durchaus... Also ihr meint einfach, die Bereitschaft, viel Geld, also die Menge, die Höhen der Summen würden uns quasi nicht weiterhelfen. Von ein Unternehmen würde über Sponsoring kommen. Ja. Das ist günstiger. Das ist klar, der Klassiker. Und ist im Endeffekt das sinnvollere, sage ich mal. Ja. Ich meine, man muss sich überlegen, Adidas, Audi, Allianz sichern sich natürlich damit beim FC Bayern auch eine gewisse Vormachtstellung. Klar. So, also, was Autos angeht, ist Audi auf ewig mit dem FC Bayern damit verheiratet. Es wird da nicht kein Mercedes-Benz oder sowas plötzlich auf den Trikots geben, ausgeschlossen. Ja. Adidas, wer wird Ausrüster sein? Von jetzt bis in alle Ewigkeit Adidas. So ist das durch die Unternehmen letztendlich auch strukturiert, dass sie einmal natürlich verbunden sind mit dem Verein, seit Jahrzehnten verbunden sind mit dem Verein und dementsprechend auch ihr Engagement da sichern wollen, dadurch, dass sie sich eben mit Kapital da beteiligen. Ich weiß auch noch nicht mal, ob es da darum geht, tatsächlich die Wertschöpfungskette zu erhöhen oder Gewinne rauszuziehen aus dem Verein. Das ist noch nicht mal unbedingt der Faktor. Prestige. Ich glaube, da geht es ums Prestige. Also die Bayern sind so groß, dass selbst ein deutscher Konzern... Ja, selbstverständlich. Das ist Borussia nicht. Das ist aber auch nicht unbedingt schlimm. Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, international, wenn die Allianz irgendwie eine Filiale hat und da steht ein Partner von FC Bayern München, das ist in Europa oder in China, ist das halt wirklich... Es ist ein Riesenmarkt, überhaupt gar keine Frage. Also deshalb, ich glaube aber, dass die anderen Bundesligisten, fast alle Bundesligisten eigentlich, dafür nicht attraktiv genug sind, weil sie nicht international nicht bekannt genug sind. Und man muss sich ja überlegen, auf welche Vereine bezieht sich das tatsächlich. Wie gesagt, Chelsea war jetzt mal ein Beispiel. Aber wenn wir Paris zum Beispiel United, nehmen, wo dann der Razor hingeht, der Amerikaner hingeht und sagt, oh, den kennt man sogar in den USA, den Verein. Natürlich. Ja. Das sind aber auch Paris genauso, die Hauptstadt, allein schon Frankreichs Hauptstadt dahinter zu haben. Klar. Das sind interessante Investments, damit erreicht man Leute, damit erreicht man vermögende Leute. Das sind ja sehr häufig auch, muss man dazu sagen, da sind ja sehr häufig auch persönliche Motive, die da eine Rolle spielen. Also in Abramowitsch als Milliardär, der einfach sagt, ich will irgendwie was mit meinem Geld machen, irgendwie was Bleibendes für mich schaffen, meine Rolle irgendwie da so zu interpretieren. Riesenthema natürlich die Kataris in Paris. Die Kataris kaufen auf der Champs-Élysées die ganzen attraktiven Häuser auf, wo Louis Vuitton und Co. drin sind. Das ist einfach, die versuchen einfach ihre eigenes Standing in der Welt.
die haben ja auch Probleme in der arabischen Welt derzeit. Ja, politisch. Versuchen die das politisch, das ist eine politisch motivierte Entscheidung, zu sagen, hey, ich kann mir Paris Saint-Germain leisten, ich kann mir Neymar leisten und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gehört eben neben diesem rein wirtschaftlichen Interesse, was ja auch fraglich ist bei einem Sportverein, ob du wirklich mehr rausbekommst als rein. Das ist halt absolut utopisch eigentlich fast schon. Ja. Da muss schon sehr viel zusammenkommen. Da kommt viel Politik rein und viel, oder dieses, was immer, mein kleines Schmuckkästchen, so wie jetzt Kühne. Ich war immer HSV-Fan, ich bin Milliardär, auch warum denn nicht so ein paar Millionen, komm, ist doch schön, den HSV dann oben zu sehen und dann sagen, manche erwähnen meinen Namen nochmal dreimal, ja, viermal so. Und ich glaube, deswegen ist das ist ja kein Geschäftsmodell, kein reguläres. Nein, aber das ist auch ein bisschen auch Hobby, sicherlich. Genau. Wenn man dann das nötige Kleingeld hat, dann macht man das gerne. Und deswegen, das hat nichts damit zu tun. Machtspielchen. Ich glaube, das ist ja eigentlich die Angst von Leuten wie Rettich und so weiter. Ich würde übrigens jetzt hier Andreas Rettich gar nicht was vorwerfen. Und wenn es darum geht, will ich lieber mit Andreas Rettich oder lieber mit Rummenigge zusammen mich unterhalten, dann würde ich tatsächlich Andreas Rettich immer vorziehen. Also das ist eine ganz klare Sache. Ja. Nur in der Sache finde ich halt einfach, ist St. Pauli so ein bisschen populistisch und versucht einfach irgendwie diese, wie du gesagt hast, romantische Fußballgeschichte aufrechtzuerhalten, obwohl ja, selbst bei denen Dick Sponsoring drin ja, das ist und die ihrer Marke St. Pauli waren die ersten, die glaube ich Under Armour dann nach Deutschland geholt haben, also von daher, das ist auch nochmal so eine Sache von wegen der Kultclub. Ja, das ist eine Marke. Das gehört quasi auch da zu dem Markenindex von St. Pauli, den Underdog zu spielen. Und das machen sie natürlich, viele Leute gehen darauf ein. Aber wir sind ja auch nicht der St. Pauli. Nein, aber das bei sowas, bei sowas ist auch teilweise eine gewisse Doppelzüngigkeit dabei. Das ist doch ganz klar. Ja, aber das ist doch logisch. Worauf ich hinaus will, solche Sachen wie mit Hopp, der jetzt wirklich gesagt hat, ich will in meiner Region diesen Fußball, so einen Fußballverein, ich habe selber gekickt, ich will so einen Fußballverein etablieren. Mhm. Oder mit Leipzig, also mit dem Konzern Red Bull, der sagt, ich habe mir auf meine Fahne geschrieben, dass ich jegliche Sportarten, auf die ich stehe, Extremsport, Formel 1 und so weiter, dass ich da quasi das Beste bringe. Mhm. Einerseits, weil ich da Spaß dran habe, junge Leute zu fördern, aber natürlich auch, weil ich meine Marke als die absolute Lifestyle-Sportmarke schlechthin etablieren möchte. Ja. Und das wird durch 0% von 50% verhindert, weil letzten Endes, wir sehen es in Leipzig, die Regel ja dann doch am Ende so gebogen wird, dass so ein Verein dann problemlos in die Bundesliga kommt in 3-4 Jahren. Ja, aber gut, ich meine, die wissen halt auch, wo das Geld herkommt. Ja. Die Verantwortlichen sind selbstverständlich installiert von der entsprechenden Person. Ja. Also da müssen wir uns gar keine Illusion machen. Ja, aber warum wird dann die 50-plus-1-Regel so gefeuert? Warum verteilt Borussia die so? Was haben die Vereine wirklich? Es ist so, dass die Traditionsvereine da natürlich hinterher sind, weil sie die Kontrolle behalten wollen und weil sie das ein bisschen nach außen darstellen wollen, weil das auch Werbung für den Verein ist. Ja, du siehst doch, die Fans kämpfen ja dafür. Es ist Balsam auf die Seele des Fans. Genau, so ist es. Die finden das ganz toll. Ja, unser Verein und was Red Bull macht, ist scheiße. Hoffenheim ist scheiße. Das sind alles Retortenclubs und so. Wobei ich mit Leipzig weniger ein Problem habe als mit Hoffenheim, muss ich ganz offen sagen. Aber das oder mit Wolfsburg. Mit Wolfsburg habe ich zum Beispiel, oder Leverkusen ist genau das Gleiche. Das sind halt so Vereine, da fehlt mir halt einfach alte Diskussion, aber bei solchen Vereinen fehlt mir einfach so das öffentliche Interesse dahinter. Und du siehst es, Leipzig funktioniert, weil die Region ist ausgedürstet nach Fußball. Absolut. Ohne Bayer Leverkusen hätten wir wahrscheinlich aber insgesamt die Hälfte der Goldmedaillen in der olympischen Geschichte der. Ja, aber das ist leichter, die schon nicht Fußball. Ja, und das ist aber der gleiche Verein. Das ist ja auch in Ordnung. Ist ja überhaupt gar kein Problem mehr. Die Tennisabteilung bei Borussia ist auch nicht schuld. Aber Wolfsburg kriegt die Hütte nicht voll, dieses kleine Ding. Und VW macht negativ Schlagzeilen mit ihrer Mitarbeiterpolitik und so weiter. Und leistet sich dann trotzdem diesen Club, den eigentlich niemand wirklich sehen will. Das sind halt so Überlegungen, die sich nicht verhindern lassen. Und deswegen ist halt die große Frage, was haben wir von der 50-plus-1-Regel? Ich sag dir eine Sache. Du hast gerade gesagt, Traditionsvereine möchten die Kontrolle behalten. Fans möchten die Kontrolle behalten. Da gebe ich dir vollkommen recht. Finde ich auch positiv. Nur wie viele von diesen, wie viele haben wir jetzt? 70.000 Mitglieder? Wie viele haben wir? 60, 70, wie viele von denen sind denn jetzt in ein paar Wochen auf der Mitgliederversammlung und machen da von ihrem Stimmrecht Gebrauch? Wie viele haben beim HSV, wo über den jeder redet, wie viele haben denn über den Hoffmann, über seine Rückkehr abgestimmt? 500 Leute haben abgestimmt für 60.000 Leute. Wenn alle davon reden, dass das so wichtig ist, warum geht denn dann keiner zu diesen Versammlungen? Warum macht keiner von seinem Stimmrecht Gebrauch? Ja, nee, natürlich ist das immer so. Aber dann, das ist doch pervers, dass gerade die am lautesten brüllen, ich sehe da keine Ultras. Bei Borussia Mitgliedsversammlung. Ich sehe sie nicht.
Ich weiß es nicht, ob die da sind oder nicht. Nicht, dass wir immer da wären, aber als wir da waren, als wir damals da waren, rund um die Initiative Borussia, ja, da heißt es vorher, jetzt gibt es die Revolution und keine Ahnung was. Und am Ende sind alle auf Friede, Freude, Eierkuchen raus. Ja, da das war aber ein laues Lüftchen. Da gab es das Ultra-Thema aber auch nicht in der Form. Und ich weiß nicht, ob die Ultras, wenn sie dann da kommen, weiß ich ja nicht zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob die dann unbedingt dann auch in Kutte etc., also nicht Kutte, aber in Schwarz kommen, sondern vielleicht auch einfach in Zivil und man sie einfach nicht erkennt. Wer weiß das denn schon? Weiß man. Aber wir können festhalten, dass vielleicht 1% der Leute, die Mitglieder eines Vereins sind, letztlich zu diesen Mitgliederversammlungen gehen. Ja, aber das ist ja normal. Ja. Das ist ja bei Konzernen auch nicht anders. Ja, aber wenn ich 10 Daimler-Aktien halte, gehe ich da auch nicht zur Mitgliederversammlung, weil die Würstchen so lecker sind, sondern weil ich einfach weiß, es hat sowieso keinen Zweck. Das ist das System dahinter. Absolut. Das ist noch nicht mal unbedingt das Problem. Aber es ist auch nicht so romantisch, daran Daimler-Aktien zu halten. Also vielleicht, weiß ich, für Autofreaks. Ich finde das sehr romantisch. Das ist für mich persönlich interessant, aber okay, das ist wieder eine andere Geschichte. Es ist nichts romantisch, daran Deutsche Bank-Aktien zu haben. Da gebe ich dir recht. Und auch nichts Positives. Aber es ist generell ja, was anderes, ob du irgendwelche Aktien hältst oder ob du mit Liebe zum Verein Mitglied wirst, wovon du ja so gesehen nichts hast, streng genommen. Frag mal die Dortmunder. Die haben auch Aktien von ihrem Verein. Ja. Das ist Streubesitz, nur ausschließlich. Ja, aber ihr wisst doch, was ich meine. Einerseits diese Romantik zu haben, aber gleichzeitig dann überhaupt nicht dafür einzutreten und aber dann in dem politischen Thema zu sagen, ja, 50% ist es trotzdem super. Ja, und was willst du damit jetzt sagen? Ich will mal sagen, das ist im Prinzip eine Scheindiskussion. Ja, das ist ja, doch kein Thema. Aber dann lassen genau die Leute, so, genau dann, so dann ist dann es. Sollen die Leute auch. Doch Scheindiskussion führen. Ich bin der festen Überzeugung. Müsste man wirklich mal nachprüfen. Vielleicht mache ich mir die Mühe mal. Dann komme ich nochmal wieder. Vielleicht. Um mal nachzugucken, wie viele Investoren tatsächlich in den letzten 5 Jahren mal Interesse daran hatten, vielleicht einen Bundesliga-Verein zu übernehmen. Ich kann mich auch Lügen strafen, wenn ich dann mal wiederkommen sollte. Vielleicht komme ich da nicht wieder, dann wissen Sie, dass ich Unrecht habe. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es vielleicht 2 waren. Okay. Und dass auch nur lose in irgendeiner Weise mal drüber nachgedacht hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Emirates sicherlich beim HSV mal an die Tür geklopft hat und gesagt hat, ja, können wir nicht vielleicht und hier und da. Haben die gemerkt, oh, ist aber kompliziert. Genau das haben die gemerkt. Deshalb ist es unattraktiv. Man will es halt einfach nicht. Die Bundesliga-Clubs sind fertig entwickelt. Naja. Da kann ich nicht hingehen wie bei Red Bull und sagen, ich baue was Neues auf. Dann müsste es neuere Tortenvereine geben, wenn jetzt plötzlich Fortuna Mönchengladbach sich irgendjemand überlegt, ach komm, die sind cool, der erste FC, die baue ich jetzt auf. Der Netzer Club. Ja, genau. Ja, ja. Das ist was Interessantes, weil da kann ich schon neu starten, da kann ich neu umformen. So habe ich doch in einem Verein, wenn ich da rangehe als Investor, habe ich doch immer Gegenwind, habe ich doch immer jemanden, der sagt, naja, das haben wir noch nie so gemacht, das möchte ich jetzt auch so nicht machen. Ja. Deshalb ist es ist in Deutschland unattraktiv. Ich bleibe dabei. Okay, jetzt zum Abschluss. Was heißt das konkret für Borussia und was wünschen wir uns denn? Also ich meine, es ist ja klar, dass der deutsche Fußball irgendwas tun muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja. Was wünschen wir uns denn als vielleicht Mittellösung? Gibt es einen goldenen Weg? Gibt es irgendeine Möglichkeit, gerade für Borussia, über diese Investitionsschiene was reinzubekommen, was einem wirklich nachhaltig hilft? Oder ist es eigentlich ein Weg, der immer zwangsläufig in eine Sackgasse führt? Also vom Grundsatz her ist es erstmal so, die 50+1-Regelung muss erstmal ordnungsgemäß modifiziert werden, damit sie nachvollziehbar ist. Damit wir nicht über Ausnahmen sprechen von der Ausnahme und hier wieder eine Ausnahme und da schwammig formuliert, damit dann einfach alle mal auch mal Ruhe ist. So, das wäre schon mal das Erste. Dass man vielleicht einen Teil des Gesellschaftskapitals tatsächlich am Kapitalmarkt platzieren kann, als Verein Geld einwirbt, darüber kann man nachdenken. Das hat Borussia Dortmund versucht. Und das hat, ich zitiere da auch die Kollegen von Torfabrik, die das geschrieben haben, es hat fast zu einem Lizenzversuch. Es hätte eigentlich einen Lizenzverlust zur Folge haben müssen, dieses Konstrukt, was da damals gelaufen ist. Das kann man sicherlich machen. Ich glaube aber, dass der deutsche Fußball ansonsten tatsächlich nur konkurrenzfähig bleiben wird, über nochmal höhere TV-Einnahmen. Das werden viele wieder überhaupt nicht gerne hören, aber es wird dazu führen, natürlich, und wir leben den Anfang. Die Montagsspiele sind nur der Anfang.
Das sage ich euch, das ist nur der Anfang. Wenn die Bundesliga konkurrenzfähig bleiben will und nicht unter sich so ein bisschen spielt, dann wird das kommen, dass da in der Vermarktung noch mehr stattfinden muss. Die Vereine müssen, wenn die internen Fans wegbleiben, ist das aber dann genauso problematisch. Oder absolut, keine Frage, aber es wird so sein. Es wird so werden. Weil ich meine, guck dir das jetzt schon an. Diese Saison ist ja faszinierend. Es wird alles, was eigentlich quasi sportlich so mittelinteressant wird, mittlerweile auf den eigentlich so heiß geliebten Samstagnachmittag gesetzt. Da ist kaum noch ein Duell, wo irgendwie also beide Mannschaften in irgendeiner Weise ein konkretes Ziel gerade verfolgen. Ja. Das sind immer so Mittelfelddinger. Völlig richtig. Und du hast jetzt so komischen Konstrukt wie mit Hertha gegen Wolfsburg um 20.30 Uhr am Samstag. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, dass das Spiel stattgefunden hat. Am nächsten Morgen gucke ich mir die Wiederholung da auf The Zone an und sehe plötzlich Hertha gegen Wolfsburg 0-0. Ich denke, was ist das für ein Spiel? Das war anscheinend dann, also du sagst, es wird noch schlimmer. Ich weiß halt nicht, ob dir, wenn du dann toll international aufgestellt bist, ich weiß halt nicht, ob die dann zu Hause die Leute noch bleiben. Das weiß ich auch nicht, aber ich weiß nur, dass es wahrscheinlich so sein wird. Ja. Und ich glaube, dass die Bundesliga und die Vereine vor allem gucken müssen, dass sie sich international bekannter machen, noch mehr aufstellen, weil auch das darf man nicht unterschätzen. Es sind nicht unbedingt immer nur die Leute, die ins Stadion kommen, die dem Verein Geld bringen, sondern tatsächlich auch die Leute, die natürlich die Produkte kaufen, die Merchandising-Produkte kaufen. Also es stört ja jetzt nun keinen, wenn in China eine 5 Millionen Retortenstadt mit Borussia-Trikots rumläuft. Ich finde das ganz cool. Ja, das sind schon wieder, das rechne das mal aus. Wenn jeder für 74 Euro ein Trikot kauft, ist das richtig, richtig Geld. Das ist ja übrigens eine der Rechnungen, die Paris, also die Kataris ausstellen für Neymar, nach dem Motto, wenn jeder asiatische Tourist in Paris sich ein Neymar-Trikot für 100 Euro kauft, dann hast du die Ablösesumme innerhalb von kurzer Zeit wieder drin. So geht's flott. Also deshalb, ich glaube, wir werden darüber noch lange diskutieren, über die 50+1. Das ist so ein Thema, das schiebt man vor sich her, das packt man nicht so richtig an, dann knallt es mal wieder und dann 2 Jahre weiter wird es dann wieder zum Gespräch. Ich glaube aber, dass sie auf Dauer einfach keine Auswirkungen haben wird. Okay. Ja. Okay. Hartes Fazit, wir bleiben da auf jeden Fall dran, dann kommst du auf jeden Fall wieder. Wir sind ganz schön lange unterwegs heute, deswegen möchte ich ein Thema, aber muss es ansprechen, sonst vergessen wir es nämlich wieder für ein paar Wochen. Länderspiele, Ginter, Stindl, ganz kurz, WM-Chancen für die beiden, von euch beiden. Für Ginter ganz gut. Aber er hat nicht gespielt. Ich glaube trotzdem, dass er ganz gute Chancen hat, für Lars Stindl wird es schwierig. Je nachdem, wie die anderen Stürmer und Offensivspieler gesund bleiben und sich präsentieren, wird es sehr schwierig. Vor allen Dingen so, wie Borussia sich im Moment präsentiert. Würde ich mich anschließen. Würde ich auch so sehen. Ginter hat sicherlich eine gute Chance. Ich glaube, dass er auch bei Mr. Zuverlässig ein sehr gutes Standing hat. Auch als Typ. Ich glaube, dass das auf Stindl irgendwo auch zutrifft, aber dass er tatsächlich Tribut zollt, dass seine Saison nicht so berauschend war. Ist ein Spielertyp, der sicherlich sonst nicht hundertprozentig da ist in der Nationalmannschaft. Ich glaube auch, dass Löw ihn gut findet, denke ich auch. Aber da muss man eben auch ganz ehrlich sagen, wie würde man selber seinen WM-Kader zusammenstellen? Wäre er dann dabei? Also es ist halt schon... Mir würde er immer spielen. Ja, okay, alles klar. Ansonsten brauchen wir auch über diese Länderspiele, glaube ich, nicht so viel Worte zu verlieren. Genau. Und gehen zum Abschluss direkt zu unserem nächsten Gegner und nach unserer doch eher enttäuschenden Leistung gegen Mainz kommt jetzt Hertha BSC, wieder eine Mannschaft, die jetzt nicht unbedingt ein Fußballfest im Borussia-Park vermuten lässt. Also ich kann es ganz kurz machen, wenn man da nicht gewinnt, dann kann man sich auch die allerletzten Ambitionen irgendwie nochmal oben rein zu schnuppern, abschminken. Ich glaube, das ist sowieso Konsens. Ja, aber Berlin ist auch so eine Mannschaft, die jetzt nicht gerade den überragendsten Fußball im Moment spielt, selber ihre Probleme haben und eigentlich eine Mannschaft ist, die man jetzt zu Hause schlagen muss. Und deswegen sage ich nicht nur von den Punkten her, sondern auch von dem Signal, was es aussendet, ist das Spiel dann die letzte Chance, um vielleicht nochmal die Resthoffnung aufleben zu lassen. Weil ansonsten ist der Zug punktemäßig abgefahren und auch, glaube ich, dann ist die Geduld auch vom Umfeld überreizt, dass da keiner mehr Lust drauf hat. Wir müssen die Woche darauf nach München, das wird ja auch dankenswerterweise öffentlich über Sky Sport News HD übertragen, also da kriegen wir wahrscheinlich dann ordentlich auf den Deckel. Also Hertha ist für jeden. Wir sind dann voll und feiern die Meisterschaft. Vorher schon. Das wäre die Hoffnung, ja. Ja gut, aber bleiben wir bei Hertha. Mannschaft für mich jenseits von Gut und Böse, was die Tabelle angeht. Aber natürlich bekannt für die Kompaktheit. Das heißt, es wird wieder zäh werden aus meiner Sicht. Es wird wieder darauf ankommen, was in Mainz nicht gelungen ist, irgendwie die Räume zu finden, irgendwie den Funken im Spiel, spielerischen zu finden. Und das macht mich sehr skeptisch in der aktuellen Verfassung. Es kommt vielleicht nochmal der ein oder andere zurück. Vielleicht wird nochmal ein bisschen mehr Auswahl im Kader sein, aber wir hatten schon gegen Mainz eine gute Mannschaft auf dem Platz und die hat es eigentlich nicht so wie gewünscht gebracht.
kann ich nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, dass der Drops ist durch. Ich glaube, dass der Drops internationales Geschäft ist durch. Schon jetzt? Ja, bin ich der festen Überzeugung, weil die Auftritte einfach blutleer waren. Dann auch leider jetzt, zumindest gestern, hoffen wir etwas mal anderes. Aber ich glaube nicht, dass da noch die große Wende kommt. Ich glaube, die Saison ist insgesamt für uns durch. Okay. Ja. Erwarte nicht mehr viel. Sehe ich eigentlich auch so. Nur ich glaube, vielleicht kann man. Du musst aber doch jetzt mal, ja, ich gebe euch ja recht, so auf der Meta-Ebene. Aber du musst ja trotzdem ins Stadion, es werden wieder viele kommen, es ist mal wieder. Ja, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass man im Stadion mitfiebert und das Spiel angeht wie jedes andere. Das hat ja nichts damit zu tun. Nur man begegnet dem Ganzen, glaube ich, mit einer Skepsis nach dem Motto: ja. Leute, wäre jetzt schon gut, wenn ihr jetzt mal anfangt. Ich gehe gerne hin, aber ich erwarte nicht allzu viel mehr, muss ich ehrlich sagen. Ist so. Ja. Ja. Ja, da kann ich jetzt wiederum auch nicht mehr zu sagen. ich glaube, jetzt irgendwelche Vermutungen anzustellen über unsere Startformation oder die Startformation von Hertha ist jetzt auch müßig, denke ich, an der Stelle. Lassen wir uns einfach mal wieder überraschen und hoffen, dass da irgendwie noch nicht zu viel kaputtgeschlagen wird, einfach zwischen Umfeld und Mannschaft, weil das und genau so ist das. Das ist, glaube ich, das, was ich im Moment befürchte. Wenn jetzt wieder so ein blutleerer Aufwand, dann wird es die Pfiffe geben und dann weiß ich nicht, wie die sportliche Leitung wieder auf die Pfiffe reagiert. Ja, deswegen sage ich, man muss jetzt schauen, dass man sich da vernünftig präsentiert und, wie gesagt, um auch zu gucken oder eher gesagt auch dem Umfeld zu zeigen, Leute, wir sind halt noch da, selbst wenn es am Ende nicht international wird, aber wir kämpfen um jeden Punkt. Weil das ist auch ein Signal, was ausgesendet werden muss, aus meiner Sicht. Auch wenn wir da jetzt ein bisschen unterkühlt, skeptisch sind, muss das. Weil sonst machen die ihren Job ja nicht. Ganz einfach. Ja, eine Trauerveranstaltung heute hier wirklich. Angerichtet, dann haben uns doch trotzdem angerichtet. Ja, gut. Ich meine, es ist halt sportlich im Moment, wie es ist. Und ich würde sagen, an der Stelle sind wir auch für heute nach einer ausgiebigen Unterhaltung durch. Ich danke dir, Alex, fürs Dasein, Michael, wie immer. Ich denke, wir haben ein paar ganz interessante Sachen besprochen. Es ist bei Borussia gerade eine etwas wackelige Situation. Und was den deutschen Fußball allgemein angeht, hat diese Saison sicherlich auch mehr Fragen als Antworten gegeben. Die WM wird da sicherlich auch nochmal eine Rolle spielen. Wie präsentiert sich die Nationalmannschaft wiederum? Wenn das schief geht, ich glaube, dann wird hier wieder, wie damals nach der Euro 2000, wieder die große Alarmglocke wahrscheinlich geschlagen. Dann gibt es wieder ein Team 2006 oder 2024. Hat nicht Stindl da auch sein Debüt gegeben im Team 2006? Keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht. Naja, wie auch immer. Wir werden das weiter mit begleiten, verfolgen und so weiter. Wenn ihr uns gerne folgen möchtet, dann wie immer auf Twitter @Fohlenkanal, auf Facebook @Fohlenkanal, YouTube natürlich mit unseren Videos. Wir haben euch auf unserer Website tribunenhocker.de mal eine Liste gemacht, wann so ungefähr unsere Veröffentlichungen zu erwarten sind, weil da ja auch immer wieder Fragen kommen. Wie bieten wir das an für die Leute, die gerne einfach den Podcast hören? Wie ist es für die Leute, die gerne einfach die kurzen oder die relativ kurzen Videos bei YouTube sich anschauen möchten? Schaut da einfach mal bei tribunenhocker.de vorbei. Heute, Montag, Ostermontag, kommt der Podcast einen Tag später als sonst. Ansonsten immer sonntags. Und freuen uns natürlich wie immer über Kommentare und Diskussionen unter den Videos, unter dem Podcast und gerne auch an uns per Mail fohlenkanal@gmail.com. Man erreicht es, glaube ich, mit beiden. Ja, wenn keiner von euch mehr was zu sagen hat, würde ich sagen, in diesem Sinne, macht es gut. Tschüss. Ciao. Tschö.